Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Assetto Corsa Competizione, heute mit Version 1.0.0. So steht es hier rechts oben geschrieben. Das Spiel ist nun final released. Wir können endlich einen Blick reinwerfen und uns mal anschauen, was Kunos Simulazioni hier hingezaubert hat. Denn das Spiel war jetzt schon ordentlich lange in Entwicklung. War auch eine ordentliche Zeit lang im Early Access. Und nun ist es endlich da. So, ich bin so ein bisschen am Stocken, was das Reden angeht gerade. Ja, bin ein bisschen aufgeregt. Hatte auch eine sehr, sehr flotte Finishing-Phase für den Livestream. Hallöchen. Denn es gab hier einiges einzustellen. Es waren doch mehr Tasten und so weiter und so fort, die ich hätte belegen oder habe belegen müssen. Und ja, ich begrüße euch alle, die hier am Start seid schon. Über 100 Leute sind schon am Start. Geile Sache. Ja, moin. Und auch schon 40 Däumchen, was sehr, sehr geil ist. Keine Ahnung, warum da in der Vorbereitung, bevor Stream start, schon so ein paar miese Peter dabei waren auch noch, die da Runden gedrückt haben. Aber hey, ist auch nicht so wichtig. Denn in allererster Linie kann man sich über das Spiel freuen. Und darüber hinaus kann man sich natürlich über das Racing im Spiel freuen. Ja, also das wird, denke ich mal, ziemlich cool. Und ich glaube, wir werden einiges an Spaß haben mit dem Game. Ja, die nächste Rennsimulation in kürzester Zeit, die wir hier gerade anpacken. Und ja, moin erstmal an alle Leute. Moin an die Mods. Ich sehe gerade den Justus. Wenn ich hochscroll, sehe ich sicher Bumblebee, genau. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Don schaut wahrscheinlich auch schon zu. Ja, und ich würde sagen, bevor wir mal loslegen, gucken wir uns mal ganz, ganz kurz so ein bisschen an, was denn jetzt alles letztendlich inbegriffen ist. Also wir haben die GT3-Klasse, da hatten wir den M6 schon, der Nissan GT-R, kam der jetzt erst raus oder der kam, glaube ich, mit dem vorigen Bild schon, ne? Der McLaren 650, sehr, sehr schickes Teil, der Huracan, glaube ich, ganz am Anfang dabei gewesen. Swissy 1984, vielen, vielen Dank dir. Haut ein Abo über Twitch Prime raus. Danke dir, mein Lieber. Ja, da habe ich noch eine wichtige Anmerkung. Wenn ihr auf dem Kanal Mitglied werden wollt, dann macht das bitte nicht heute, weil irgendein Bug ist bei mir in der Software drin, dass irgendwie bei den Leuten, die jetzt zum ersten Mal Mitglied werden, dass da irgendwie kein Alert reinkommt. Ich habe die ganze Zeit geguckt, was kann ich machen, damit ich das fixe. Was für ein Alert-Sound kommt jetzt? War das jetzt GP2-Engine? Ich hoffe schon. So, wir haben den Audi R8 neu. Mega geil, ja, freue ich mich schon extrem drauf. 488 GT3. Oh, ich liebe diese Lackierung, ja. Ich find's ja unheimlich geil, wenn ein Team einfach so selbstbewusst ist. Weil ich meine, schaut euch das mal an. Hier zum Beispiel, da hast du den Kontrast. Da hast du schwarze Sponsorenaufschriften auf einem grellen gelben Auto. Ich find's geil, wenn ein Team sich denkt, pah, man weiß schon, wer wir sind. Wir sind Black Falcon und wir haben dunkelblaues Auto und machen mattschwarze Nuancen drauf. Super schick. Ich liebe dieses Design, das ist wunderschön. Boah, das sieht so ein bisschen hier F1-like aus. Der Mannfilter logischerweise. Das ist ein Skin, mit dem ich nicht so warm geworden bin bis jetzt. Stracker Racing, auch cool. Die haben ja, glaube ich, auch mal einen Design Cup gemacht, damit man quasi so ein bisschen eigene Designs einreicht. SMP, glaube ich, ein russisches Team. Porsche 911 GT3 R. Außerdem hat man den Huracan Super Trofeo. Hä? Achso, ich drücke manchmal hoch, oder was? Der Honda NSX GT3. Eieieiei, da gibt es echt eine Menge. Der Lexus, der Jaguar, der war schon mal dabei. Der... Okay, das Reiter Engineering, das muss ein Hura, auch ein Hura, oder Gallardo ist es. Ist es ein alter Gallardo? Nicht Gallardo, sondern Gallardo. Und vielen, vielen Dank. Eieiei. Danke sehr, Dominik. Haut 10 Euro raus. Danke dir, mein Lieber. Auf einen spannenden Abend. RIP Niki. Ja. Vielen Dank dir, RIP Niki. Oder schreibe ich auch 1:1. Ja. So ein bisschen, ja, schwierig gewesen die letzte Woche. Außerdem vielen Dank, Smiley78 hat einen Prime Sub ebenfalls rausgehauen auf Twitch. Vielen, vielen Dank dir, mein Lieber. So, ja, war ein Galado. So, Aston Martin logischerweise neu. Und das sind jetzt so ein bisschen die Fahrzeuge, die man jetzt gerade hat. Ach so, Moment, den GT3 Cup. Habe ich den übersprungen oder was?
Was ist denn hier los? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich... Und der neue Bentley. Ja, der neue und der alte Bentley. Also beide hat... Bisschen irritiert. Ist das auch ein alter Nissan jetzt? Moment. Muss er ja wohl sein, oder? Neuer? Das ist der 2018er, 2015er sogar. Okay. Alles Klärchen. So, dann weiß ich nicht, welches Auto sollen wir als erstes fahren. Patrick schreibt direkt schon GTR, GTR. Die erste Runde erweise ich aber trotzdem mal dem Mercedes AMG GTR. Ist ja auch ein GT3. Nee, sorry. Ja. So, die Frage ist, sollen wir eigentlich direkt online irgendwie einsteigen? Habt ihr auch Bock irgendwie mitzuzocken? Könnte man machen. Geile Hintergrundmusik, stimme ich zu. Sehr, sehr gut. Multiplayer, mal gucken. Fahrzeug wechseln. AMG GT3 bitte. Ja. Okay, das könnte eine Weile dauern. Also, Thema Multiplayer. Sollte man sich womöglich noch einen anderen mal anschauen. Nein, nicht Quit Game. Karriere. Automatic Gearbox raus. Duration Short. Das können wir eigentlich auch mal machen, ne? Hi there, I'm Mirko Bortolotti, Lamborghini Factory Driver and 2017 Blancpain GT Series Champion. Welcome to the career mode of Assetto Corsa Competizione, the official video game of the Blancpain GT Series. Ich mach mal das Gegenteil, ich mach mal... You've been granted the access okay, gut, to the Lamborghini Youngster Program at the legendary Temple of Speed of Monza. And you will be driving a Lamborghini Huracan Super Trofeo. This monster is not a plug-and-play experience, so we first need to verify if you really got what it takes for GT racing. You'll be asked to perform some simple and very basic tests like driving the car out of the pit lane, avoiding collisions with other drivers, staying within the track limits and bring the car back in one piece. Our race engineers will need to check your radio systems, tire temperatures and brakes, so be careful and remember, racing never starts from being fast, but from being safe and disciplined. After the first installation tests, the team will ask you to prove your skills with performance-focused tests. Be focused, don't overdrive, merge yourself with the car and do your best. The results will affect how good you will start your career, so that maybe some of the best teams will offer you a drive in the next Sprint Cup season. See you on track and good luck. Ich muss ja sagen, die Aufmachung ist mega geil. So ganz unfreiwillig. Oder wie soll man das denn sagen? Also von sich aus habe ich einfach ein Lächeln währenddessen ins Gesicht bekommen, wo ich mir denke, what? Wie geil ist das denn jetzt? So, ja, wir sind vom Lamborghini Squadra Pro Corse Youngster Programm. Ich mach mal leiser. Das ist wahrscheinlich mega laut gerade. Muss wahrscheinlich eh wegen des Spiels oder wegen der Autos schon leiser machen. Also wir sind im Youngster-Programm. Wir haben die Chance von einem GT-Team der Blancpain-Serie, worum es sich ja dreht. Deswegen, ich habe gerade Grüne Hölle gelesen. Gibt es leider im Spiel nicht, weil die nicht in der Blancpain gefahren wird. Also wir können eine Sprint-Cup-Saison fahren. Wir waren 10 Minuten Practice. Ja, komm, wir steigen mal ganz, ganz kurz in die Karriere ein. Gucken wir uns an, wie das ausschaut mit, hey, in welches Team kommst du. Aber dann testen wir mal die verschiedenen Autos und fahren mal ein bisschen rum. Okay, oder? So, sollen sicher fahren, sodass das Auto in einem Stück in die Garage kommt. Dann steht da der Text genau nochmal so. Okay. Ja, confirm. Gut, Setup hatte man ja schon mal gesehen. Ich finde, kann man mal Safe oder so nehmen. Ich finde, dass das sehr, sehr cool aussieht. Mit ein paar Farben auch mal mit drin, was auch ein bisschen schön ist im Vergleich zu Assetto Corsa. Es ist jetzt nicht ganz so extrem trocken, die Gestaltung. Fuel könnte man mal ein bisschen rausnehmen. Ich meine, es sind 10 Minuten, da brauche ich nicht unzählige Liter. Mechanischer Grip und so. Was ich ja schön finde, ist die Aero. Sieht super schön aus. So, und ich würde einfach mal sagen, legen wir los. Ich habe das Save-Preset und ich hoffe, das passt jetzt auch.
Green light, green light. Show them what you got. Welcome to the Lamborghini Youngster Program. Today, you are given a seat in the Lamborghini Huracan Super Fire. Our team will look at your best lap on track in dry conditions. Complete at least 2 safe and valid laps and then start the show. Good luck. So, Kantenglättung könnte ich reinnehmen. Okay, die GT3s haben, glaube ich, auf jeden Fall stärkere Bremsen. Aber ich muss ein bisschen mehr reinhacken. Oh, vielleicht muss ich ja 1440p fahren. Mal gucken. Fahren wir erstmal eine Ründchen. Also, Monza. Okay. Von iRacing muss ich mich da gerade nochmal umgewöhnen. Disconnected, waiting for connection. Ja, die Peaks zum Release, da haben ja super viele Spieleentwickler Probleme mit, abzuschätzen, wie unfassbar viele Leute Bock auf ihr Game haben. Wo ich mir mal denke, hey, boah, seid mal selbstbewusster. Ist doch geil. So, Traktionskontrolle kann ich hochdrehen. Ich habe auch mal zum Display was eingerichtet. Ah, hier, Traktionskontrolle mit hoch und runter. Da das ja nicht immer einheitlich ist, heißt mehr beim Super Trofeo auch mehr. Also höhere Traktionskontrolle ist es auch mehr. Ah, kalte Bremsen, okay. So, Bremsbalance hätte ich gerne verstellt. Ich muss halt sagen, der Sound ist schon fett. Das Feedback ist mir ein bisschen zu schwach, deswegen war ich auch am Anfang so irritiert. Ich habe in-game 50% eingestellt, Gain, damit auch bloß kein Clipping kommt. Am Lenkrad habe ich 100%. In welcher Zeit fehlen mir denn 1,6 Sekunden? Aber wie gesagt, das Feedback ist immer noch ein bisschen zu schwach. Ich kann nicht ganz abschätzen, was ich da jetzt einlenken kann. Und 100% flüssig läuft das Spiel bei mir gerade auch noch nicht. Also da muss ich auf jeden Fall ein bisschen was bei den Settings ändern. Ja, wenn die 1080 Ti nicht mehr langt, ne. Achso, Patrick, eine wichtige Sache wegen des Skins. Da musst du anscheinend, das meinte der Sepp zumindest, dass du dich da mal mit dem Folierer, bei dem du das machen würdest, zusammensetzen musst. Damit wir genau wissen, quasi, was für Daten du beim Skin brauchst. Auch weil die Fahrzeugform dann eine andere ist. Und so weiter und so fort. Also ich leite nur das weiter, was der Sepp gesagt hat. So, eine 1,552. Weiß jetzt nicht, wie schnell das ist. Aber mal schon ganz okay. Ein bisschen beim Ausgang verloren, das geht schon klar. Zu viel Körb gefuttert.
Rase nicht so. Nö, nö, ich gebe Vollgas, Pyrodex. Ah, moin. Eieieiei, trotzdem knappe Verbesserung. Welches Lenkrad nutze ich? Lieber Carsten, schau mal in die Beschreibung, da habe ich es verlinkt. Das ist ein schönes Fahrradeck Clubsport Wheel V2. Verlinkt ist das V2.5. Was dem V2 allerdings in nichts nachsteht. Außer, dass du damit nicht mehr auf der PS3 zocken kannst, aber... Ich glaube, das ist, ja, nur eine ganz, ganz, ganz kleine Minderheit, die unbedingt noch PS3 zocken möchte mit so einem Lenkrad. Uiuiui, okay. Furchtbar gefahren. Na, mal schauen, was die sagen werden am Ende des Tests. Ob es dann heißt, hey, du darfst jetzt quasi ein Team aussuchen oder ob du je nach Zeit halt irgendwie ein Team zugelost kriegst. 6/10 direkt schon meine ersten Schikane. Bisschen später gebremst und zack, super, super viel rausgeholt. Mehr Traktionskontrolle hilft, glaube ich. Uiuiui. Haha, moin Dani. Das ist nicht F1. Zehntel etwa. Wie hoch kann man den Motor drehen? Anscheinend sehr hoch. In der letzten Runde eindeutig zu spät gelenkt. Hier wieder 2/10 im Parabolika verloren. Unheimlich viel beim Anbremsen gewonnen, aber unheimlich viel auch beim Rausbeschleunigen wieder verloren. Kann ich keinen Scheibenwischer anmachen? Bisschen enttäuschend. So, wir können mal vor der Geraden auf Parabolika mal ein bisschen langsamer fahren. Vielleicht werden wir dann auch direkt an die Box beordert. Können mal die Sicht wechseln. Also die ist ein bisschen zu weit nach unten gerichtet. Also die ist ein bisschen zu wenig. Oder in einem komischen Winkel. Da finde ich die Onboard noch ein bisschen geiler. Aber die Fehlzündung. Komm, aber sehr rhythmisch irgendwie, ne?
Warum funktioniert der Pitlimit da nicht? Session is now over. What? Ich war der langsamste. Okay, Gott. Ich hätte noch ein bisschen flotter fahren sollen. Und wieder Carsten. Haut 5 Euro raus. Übernimmt die Gebühren. Danke dir, mein Lieber. Oh. Was ist denn jetzt los? Ach, press escape. Okay. Danke dir, mein Lieber. Ich fühle mich bei dir immer entertained. Mach weiter so. Du kommst sehr sympathisch rüber. Vielen, vielen Dank. Hoffe, heute kann ich auch entertainen. So, was jetzt? Warum funktioniert meine Maus nicht? Da habe ich vieles vorbereitet und jetzt funktioniert die Maus nicht. Hier kommt die Maus. So. Aus Feedback. Gehen wir mal auf 70% Gain hoch. Okay. Ja, natürlich will ich die Strecke verlassen. Was kann ich denn sonst machen? Okay, anscheinend war das der falsche Punkt. Hä? Hätte ich die Leute besiegen sollen oder was? Okay, wenn ich Quit drücke, dann komme ich nur ins Hauptmenü. Na, komm, mach ein Single Race gleich. Denn ich möchte kurz mal bei den Grafik-Settings was checken. Also, Materials Quality, Bloom Quality. Gehen wir mal, wo, überall wo richtig krass Epic steht, gehen wir mal ein bisschen runter. Anti-Aliasing mache ich mal ein bisschen höher. View Distance mache ich auch mal high. Das Einfachste wäre natürlich die Grafik hier die Auflösung runterzudrehen, aber Opponent's Visibility mache ich mal runter auf 30 etwa. Und 29 könnte helfen. Ja komm, Anti-Aliasing mache ich mal trotzdem mittel. Den Rest mal auf hoch. Wird schon funktionieren. Hat das Spiel jetzt akzeptiert? So, dann hüpfen wir jetzt mal wirklich in den GT3 AMG. So, Nürburgring, Barcelona haben wir. Paul Ricard haben wir. Hatten wir ja schon mal gesehen. Ja, wie Misano. Oh, Spa-Francorchamps. Monza. Brands Hatch haben wir. Eieiei, Zolder. Silverstone. Eine ganze Menge. Wo steigen wir denn hier direkt ein? Ich würde mal sagen, wir beginnen mal ein bisschen entspannter mit dem AMG. Auf dem Nürburgring. So. Machen wir ein 20-Minuten-Rennen. Starten wir um 15 Uhr. Time Multiplier machen wir mal ganz hoch. Mal 48. Das sind 16 Stunden, die wir nach vorne springen würden. Das heißt, wir kommen in die Nacht. Ich hoffe, dass die Lichtbuttons jetzt funktionieren. Starting Position 27, 26 Opponents. Skill machen wir mal. Komm, für den Einstieg machen wir mal 90, ne? Machen wir 90. So, Quick Race. Wo kann ich das Wetter einstellen? Zack. Ich fahr mal im Trockenen. Das allererste Rennen machen wir im Trockenen. Nicht, dass wir irgendwie, dass ich direkt nur dauerhaft abfliege. Das wäre, glaube ich, ein bisschen doof. So. Ich hoffe, dass das jetzt passt von der Performance her. Stay in Double Five. Na gut, ich stehe ja eh ganz hinten, also. Okay, Force Feedback ist deutlich knackiger.
3. Go, go, go. Okay. Ich hab keine Ahnung, wer hier wen gerammt hat, aber... Safety Rating Penalty. Okay. Was rasselt hier denn? Force Feedback vielleicht sogar stellenweise ein bisschen zu hart. Aber in-game heißt, es geht noch. Okay, schön. Es ist ein super anderes Gefühl zu AC. Wo ich ja jetzt super, super lange die 24-Stunden-Variante der Nordschleife trainiert habe. Da muss ich halt sagen, hey, ganz anderes Gefühl. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu leise. Bremsbalance ein bisschen verstellen wäre ganz gut. Alter, ist der unruhig. Audi-Armada vor einem. Sound passt perfekt. Danke, Bumblebee. Ui, ui, ui. Eine Überholchance gibt's bald. Nach dem Schumacher ist vielleicht. Oder auch nicht. Knallhart. Also nach hinten hin sieht's gut aus. Ist auch der alte Galado. Das geht schon. Nice. So mag ich Jeff. Die Sonne. Ja, ein bisschen easy. Die haben ja Aggressiveness 100 eigentlich, aber dass ich hier außenrum vorbeikomme, irritiert mich da ein bisschen.
Boah, ich müsste auf jeden Fall ein bisschen was am Setup machen. Blöderweise habe ich mich in ACC damit gar nicht beschäftigt. Demzufolge weiß ich nicht, was mich hier ein bisschen schneller machen würde. Vielleicht nehme ich manchmal ein bisschen einfach zu viel Geschwindigkeit mit in die Kurve rein. Boah. Muss auf jeden Fall auf 1440p runterschalten. Das Bild ist ein bisschen unruhig. Schön in die Kurve reingebremst. Und jetzt wird's dunkel. So, ein bisschen Lichthupe geben. Vielleicht lässt sich die KI auch dadurch nervös machen. Kann man ja eigentlich auch nicht wirklich da überholen, ne? Schön rausgekommen. Jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's richtig dunkel. Mein Gott. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich definitiv zu viel. Eieieiei. So, weiter. Okay. Eine Sekunde direkt schneller. Kaum hat man mal kein Fahrzeug vor der Nase. Schon geht's besser. Oh Gott. Eieiei. So. Okay. Wir switchen mal gerade das Auto. Ich gehe auch mal, ich kann ja mal gerade die View-Settings... Oder mache ich gleich beim nächsten Auto. Ich möchte auf jeden Fall 1440p jetzt einrichten. Ich gehe mal kurz ins Pausebild, da ich nicht weiß, wie das gleich aussehen wird, wenn ich da die Dingensbummens umstelle. So, Video 2560 x 1440 sieht gut aus.
Jawohl, habe ich mir schon gedacht. Ganz kurz springt es auch auf den Desktop. So, und jetzt müsste das Framerate-technisch perfekt passen. Ansonsten muss ich da die Dingens nochmal ändern. Ja, für die Fans, genau. So. Ach, hier, warte mal. Aber das Anti-Aliasing würde ich schon ganz gerne mal ein bisschen höher drehen jetzt. Kantenglättung, bitte. Epic. Pass auf, jetzt sind es noch weniger FPS als eben. So, Singleplayer. Ich würde sagen, wir gehen in den Regen. Komm, Regen, Light Rain. Oder kann man hier Dynamic Weather kann man auch einschalten. Variabilität 99%. Cloud Cover kann ich nicht machen. So, und vielleicht können wir mal sehen, wie sich jetzt... ach komm, wir starten mal Medium Rain. Wir gucken danach mal, wie sich so eine Regenlinie bildet. Bin mal gespannt, ob das tatsächlich so passt dann auch alles. Grip Level Green haben wir hier. Und machen wir mal Fast. Machen wir mal ein bisschen Grip wenigstens. Ich muss mal gleich die Batterien wechseln. Habe ich hier Ersatzbatterien für? Ach ja, ist eine. Habe ich auf jeden Fall Ersatzbatterien. Alles easy. So, was nehmen wir denn für einen Regen? Komm, da nehmen wir mal das Flaggschiff hier. Aber nicht den 2015er, hier nehmen wir den 2018er. Bam. Schönes Ding. So, und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch wieder loslegen. Ja, machen wir mal den Skill. Ich lasse den mal auf 90%. Die haben ja gut gefightet. Vielleicht können wir trotzdem mal die Strecke mal wechseln. Also, da wir ein japanisches Auto haben, springen wir mal passenderweise auf eine spanische Strecke. Och Mist, jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch einen Boxenstopp machen, ne? Alright, there is some rain in this session. So watch out for slippery curves and remember to brake earlier. Ne, sag bloß, Jeff. Sag bloß, dass wir Regen haben hier. Safe Preset, komm. Ach, hier Front, okay. Bisschen irritierend, dass das Heck links ist. Ich überlege mal, wie es in anderen Spielen. Weiß ich nicht. Liter pro Runde. Sagen wir mal 2 Minuten pro Runde etwa. Sagen wir mal, für 12 Runden muss ich nachtanken. Ja komm, 40 Liter passt, glaube ich. Tire? Nee. Ich fahre jetzt nicht mit Dry Tire los. Nee, 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 nee. Ach, ich hätte auch das Wet Setup nehmen können. Egal, let's go. Go in double fire. Oh, jetzt möchte ich aber die View-Einstellung nochmal kurz anpassen. Das müssen wir mal machen. Können wir auch mal gucken, wie das denn so ist. Ja, Field of View. Eindeutig mal ein bisschen weniger Field of View. Also geringerer Winkel. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Vielleicht ein bisschen höher sitzen. Ja. Guck mal, wie weit geht's hier? Das ist mal eine Sicht. Und ihr beschwert euch über das Halo, Leute. Don't hate the Halo. So, Distance kann man auch mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen erhöhen. Aber dafür das Field of View noch ein bisschen einschränken. Ja, genau, das habe ich gesucht. Danke. So, ein bisschen mal nach oben gucken hier. Nicht immer nur nach unten hier. Nach oben gucke. Look with the wheel. Ich mach null. Ich mach null. Das irritiert mich meistens zu sehr. So, ich glaube, so sieht's mal ganz gut aus. Safe. Quit Drive. Auch wenn das jetzt natürlich ein ganz anderes Gefühl ist für die anderen Autos. Alles klärchen.
Alter, es hat direkt aufgehört zu regnen, oder was? Okay. Und hier sehen wir unser Auto nochmal von hinten. Wunderschön. Oh, komm. Alter. Wow. Yo. Ist schon ein bisschen mutig mit dem McLaren. Gegen diesen Rambock hier zu kämpfen. Alter, man sieht ja fast gar nichts mehr. Ja, man sieht, der Nissan fühlt sich bei diesen Bedingungen ganz wohl. Also, was die TCS angeht, da fühlt er sich immer noch super an. Ich hatte ja gerade mit dem AMG... Ach, da war die Strecke auch green, ne? Okay. Gerade mit dem AMG hatte ich bei der grünen Strecke sogar ohne Regen noch Probleme. Hallo? Let David Bus for the... Also, ich dachte, er geht jetzt wirklich aus dem Weg. Wäre aber sehr obvious gewesen. Uiuiuiui. Boah, ich sehe leider gar nichts. Ich sehe nicht mal die Schilder am Streckenrand. Das ist ja mal mega krass. Ich dachte 99% Varianz heißt, dass es vielleicht mal trocken wird. Aber nicht, dass es so viel mehr Regen wird. Was ist hier los? Alter Falter, ey, was ist denn hier gerade? Oh mein Gott. Ja, abkürzen, aber keine Zeit gewinnen. Holy moly, ey. Curbs haben ja null Effekt.
Ein bisschen wie in iRacing. Hey, okay, das kam jetzt sehr plötzlich, oder? Also die Farbgebung ist plötzlich eine ganz andere. Das finde ich komisch. Das wirkt sehr viel trockener gerade. Es ist manchmal ein bisschen hart, wie ich hier fahre, ja, aber irgendwann muss man ja mal vorbei hier. Das Rennen geht ja nicht so lang. Ist der Spritverbrauch eigentlich an? Ah ne, ist er nicht, okay. Hätte ich auch auf 0 Liter gehen können. Schade. Okay, hier habe ich definitiv zu viel mit reinnehmen wollen. Alter, Curbs. Bitte nicht vorbeigehen, BMW. Danke. Oh, die Bremsen, die werden gerade sehr kalt. Welcher KI-Schwierigkeit spielen wir? 90 von 100? Oh Gott, jetzt regnet es wieder mal übel. Ah, da wollte ich außenrum vorbei. Oh, das war mein Fehler. Eindeutig. Ihr wartet mal, Leute. Sehr ungeduldig gewesen. Wollt mal was Neues versuchen. Innenrum war irgendwann zu langweilig. Alter. Oh Gott. Oh Mann. Hier drin ist es ein bisschen unruhiger als draußen. Sogar beim Bremsen eigentlich noch fester drauf trete. Bin noch nicht dazu gekommen, die Limits von dem Teil zu testen, aber jetzt ist es gerade wieder sehr rutschig. Last First Bedingung wiederhergestellt, sehr gut. Du siehst halt den Scheitel auch nicht, ne? Die Windschutzscheibe ist ja voll, du siehst den Scheitel nicht. Alter, das ist krass. Das ist echt krass. Eieiei. So. Eieiei, ich muss ja eigentlich nicht anhalten, ist ja eh Singleplayer. Ah, komm.
geben wir nochmal einem anderen Auto eine Chance. Also, geiles Teil, im Regen sehr stabil. Hätte ich nicht so erwartet. Krass. So, ja, Performance läuft jetzt auch mal super, super flüssig. McLaren, wäre auch mal was. GP2 Engine. Oder der Audi. Ich glaube, der Audi wird sehr, sehr oft gewünscht. Nehmen wir, ne? Nehmen wir. Gibt es hier irgendeine Lackierung, die besonders gewünscht wird? Muss ja sagen, so klassisch schwarz-rot gefällt er mir schon sehr gut. Ach, Christopher Mies. Nee, das, warte mal, Christopher Mies war das nicht. Das war... Jetzt ist mir der Name entfallen. Den hatten wir mal... Christopher Hase war es, glaube ich. Den hatten wir bei, in Leipzig bei der DreamHack getroffen. War sehr cool, mit dem ein bisschen zu quatschen. So, ja. Würde eigentlich sagen, komm. Hau mal raus, oder? Ab geht's. So, ich mache mal ein bisschen kürzeres Rennen. Ich mache mal 10 Minuten. Wir starten mal ein bisschen später am Abend. Mal 48 sind 480 Minuten. Das sind 8 Stunden. Das sind immerhin 12 Stunden. Dann sind wir um 6 Uhr morgens fertig. So, confirm. Und jetzt mache ich mal hier Assists. So, Engine Start, Wipers, Lights. Mache ich mal ein bisschen manuell. Pitlimiter mache ich automatisch, okay. Das, da gibt es halt so ein paar Sachen, die, bei denen ich mir doch vom Spiel so ein bisschen mal unter die Arme greifen lassen möchte. Da ich auch nicht weiß, ob ich alles zum Beispiel bei, da ich nicht weiß, ob ich alles belegt habe oder nicht. Tire Sets Unlimited, Brake Temperature, ach komm, den machen wir an. Formation Lab, Last Corner, passt. Penalties. Lass ich aus. So, will ja eh eigentlich nicht abkürzen. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, Opponent Skill können wir vielleicht nochmal ein bisschen hochschrauben. Und wir springen nach Belgien. Spa-Francorchamps. Und ich bin sofort wieder da. Ich tausche nur mal die... Ach komm, nee. Die Batterie, die... Solange sie es noch macht, passt schon. So, Wet Preset Setup. Traktionskontrolle ganz oben. Okay, da werden wir nochmal gucken, ob wir die wirklich so brauchen. Wir haben wie viele Runden? 15 Minuten. Das sind. Boah, warte mal, wie viel sind wir denn? Ich sag mal, 2,5 Minuten brauchst du doch safe, oder? Ich rechne mal jetzt mit 8 Runden. 32 Liter. Ja. Nee. Aero. Okay, Rear Wing ist auf Max. Max, 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 Super, Max, Max, Super, Super, Max, Max, Max. Ja, safe brauche ich nicht unbedingt. So, let's go. Will einfach nur fahren. Alter! Okay, im Audi sieht das echt komisch aus jetzt. Was ist denn das für eine Position? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wartet mal, warte mal, warte mal. View Settings. Das ist ja krass, dass das so komisch übernommen wird für die verschiedenen Autos. Ich meine, ich sitze hier ja total tief. Und ich sitze super nah dran. Also Distance. Auch mal ein bisschen erhöht. Oh, ich mache mal Restart. Ich hätte die zwar vielleicht eingeholt, aber hey. Jo, bis später, Timo. Ja, vielen, vielen Dank euch für 180 Däumchen. Super nice. Voll nice. So. Ich rall das nicht. Ach, ich bleibe jetzt einfach bei der Sicht. Ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Hohoho.
Gutes Double File. Jetzt aber. Green light, go, go, go. Oh mein Gott, Alter! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oh mein Gott! Komm her, Kumpel. Solange es die KI ist, fahre ich ein bisschen aggressiver. Man möchte ja ein bisschen rumprobieren. Alter Falter, ey. Gott, jetzt sag nicht, dass es trocken wird. Habe ich für die Boxenstops irgendwas vorgenommen? Dass ich da. Gibt's überhaupt Boxenmenü? Weiß ich gerade nicht. Hallo? Okay. Doch keine Trockenreifen. Okay, jetzt bin ich vorbereitet. Genau da! Oh Gott, ich war nicht vorbereitet. Ich dachte schon so, okay. Doch kein Aquaplaning mehr. Doch, doch. Oh boy, nicht aufs Gras. Alter! Okay, jetzt hat's mich zerrissen. Alter Falter. Ich probiere mal aufzuholen. Eieieiei. Das ist ja echt knallhart. Vor allem ist es fast so dunkel wie die dritte Folge von Game of Thrones. Okay, 5,3 Sekunden, die holen wir auf jeden Fall jetzt gleich auf. Neun, okay. Habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen. Okay, Blauschimmer geht nicht voll. Okay, RIP.
Start mal neu. Komm. Restart. Let's go. Auto. Ah, dann einen Punkt halt ein bisschen übersteuern. Das war krass. Jo. Jo, jo. Ich pass auf, Jeff. Oh! Und 205 Däumchen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Nice Sache. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Der Skill kommt auch noch. Boy, das könnte unschön werden. Egal. Ich war darauf vorbereitet und trotzdem hat es mich fast aus der Bahn geworfen. Krass. Geschichte von eben wiederholt sich schon wieder. Greife ich den M6 hier an. Oh. Heiliges Kanonenrohr hier. Die Körbs sind ein bisschen rutschig. Hatte der liebe Jeff ja gesagt. Wir haben echt viel Traktion hier aus den Kurven raus. Oh mein Gott, okay. Das war... Da habe ich kurz die Traktionskontrolle abgeschaltet. So, jetzt mal auf 6 von 8. Mal gucken, eventuell bringt es mich da weiter. Nervenkitzel pur.
Ich sehe nichts mehr, ey. Das ist echt heftig. Holy moly. Achso, Licht muss ich ja selbstständig anmachen. Ah ja. Hatte ich ja eingestellt. Hab gedacht, das ist schon die ganze Zeit an. Ah! Falsche Taste gedrückt. Immer noch zu viel Traktionskontrolle. Echt von allen? Oder your fastest lap so far? Die Pfützen. Oh boy. Das ist doch wohl ein bisschen zu übertrieben, oder? Oh boy. Oh boy. Patrick, die GT3-Autos haben eigentlich alle so ein Formel-Style-Wheel mittlerweile. Sind richtige Rennmaschinen geworden. Oh boy. Allerdings sind das nur die Aufsätze, die du meinst, glaube ich. An den Wheelbases kann man beide Arten von Aufsatz schrauben. Oh mein Gott, ey. Bourron ist ja mal übel. Oh, tut mir leid, mein lieber Kollege. Eieieiei. Ah, nicht auf die Curbs. Oh. Untersteuern. Yo. Alles klar. We are at the halfway mark, still on way to go. Alles klar, okay. Alles klar. Pfütze hat direkt mal 2 Zehntel gekostet. Oh boy. Alles klar. Okay. Okay. Also wenn man ausreichend... Ach, okay. Wollte schon sagen, es überrundet mich doch jetzt niemand, oder? Nee. war nur der Letztplatzierte. Holy moly, ey. So. Zeit für eine neue Fahrzeugstreckenkombination. Was ist das denn, ey? Also Spa im Regen. Das ist ja mal jenseits von Gut und Böse. So. Jetzt probiere ich mal, jetzt probieren wir mal hier, Regen zu trocken.
Oder kannst du das gar nicht so... Ach, Custom, doch. Oder? Hm? So, machen wir mal Medium Rain. Variability machen wir mal auf 50% ungefähr. Also so ein leichter Tick kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man entweder 50%, also eine gerade Zahl da stehen haben möchte oder eine runde Zahl. Boah, okay, das war krass. Der Aston sogar noch aus 2013. Süß. Wer ist denn hier alles dabei? Marvin Kirchhofer. Maxim macht da. Dominik Baumann. Wie, kein Nicky Team? Hätte ich cool gefunden. 2013, da ist er glaube ich noch kein Aston Martin gefahren. Ich bin mir sicher, die meisten... Oh, den Küss finde ich eigentlich auch ganz schön. Aber ich bin mir sicher, die meisten wollen hier den Mantai Racing Porsche sehen. So, machen wir mal. Opponent Skill, mache ich mal einen Ticken wieder runter. Die waren mir in Spa dann ein bisschen zu skillig. Also, ich sag mal, wenn man kleine Setup-Anpassungen macht, kann man wahrscheinlich... Und vor allem mit ein bisschen mehr Erfahrung kann man wahrscheinlich gegen die gut mithalten, aber hey. Okay, 3 Liter. Oh Gott, wie viel braucht man denn in, Brands Hatch? Ich würde halt sagen, ungefähr wieder so 40 Liter wahrscheinlich, oder? Machen wir mal. Oh Gott, das wird zickig. Das wird schwierig jetzt, glaube ich. Egal. T10 ein bisschen runterschrauben und Spaß haben. Green light, green light. Go, go, go. Machen wir nicht zu viele Plätze gut. Wobei mitten im Getümmel sein ist eigentlich auch ganz cool. Uiuiui. Ui, ui. Hey, 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 hey. Ach, der Porsche, das wird lustig mit dem.
Der Benz cruist hier einfach rum. Für mich beim Kurvenausgang mit dem Auto halt ein bisschen unsicher. So, wird Zeit jetzt nach und nach mal den Kampf gegen das Auto zu beenden und gegen die Bedingung mal zu versuchen, das Maximum auf der Strecke rauszuholen. Kaum wird's trockener, schon ist der Porsche wieder ein Kandidat für weiter vorne. Wie viel Drehwinkel habe ich? Ich habe das auf automatisch gestellt. Also kann ich dir leider nicht genau sagen. Falls du einen Fahrradtech hast, dann kannst du es auch auf automatisch stellen. Bei anderen Lenkrädern weiß ich es nicht, man das so einstellen kann dort. Well, mate, this has been your personal best. Personal best? Sag doch mal Session best hier. Jeff, das wäre Motivation. Das wäre pure Motivation. Oh, yo. Auf geht's. Ja, Mann, ey. Ja, Mann, ey. Geil. Die Animation zurück zum ursprünglichen Standort könnte gern noch drin sein. Muss wahrscheinlich nochmal leicht gepatcht werden. Jetzt wird es ein bisschen feuchter mal wieder. Nicht aufs Gras kommen. Oh Gott. Okay, sieht okay aus. Ich könnte ja versuchen, aus den Kurven heraus mehr Leistung rauszuquetschen, indem ich die TC runterbach. Was natürlich mit ein bisschen Risiko behaftet sein dürfte. Okay. In vereinzelten Kurven hat die KI ihre Problemchen.
gemein, ne? Es wird immer wieder vereinzelt ein bisschen feuchter, dann wieder trockener. Kannst du gar nicht richtig auf eine Bedingung einstellen. Kommt irgendwann 24-Stunden-Rennen ACC? Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Je nachdem, wie die Umsetzung im Spiel ist, wäre das auf jeden Fall denkbar. Boy. Rennleitungen sind voll die Spielverderber, dass sie da Safety Rating Verwarnung ausspricht. Oh boy. Okay, die Haarnadel ist die einzige Stelle, wo du so richtig überholen kannst. Aber da auch auf verschiedene Arten und Weisen. Aber auch nur recht hart. Boah, übers Ziel hinausgeschossen. Yo.
Die KI ist da knallhart. Ja. Ist das Licht an oder aus? Ja, jetzt ist es an. Ah, das war ein bisschen zu aggressiv. Aber es ist geil. Es macht Laune. Und ich muss sagen, gegen die KI fahren, das ist, außer dass an gewissen Stellen vielleicht ein bisschen gefühlt zu schnell sind, an anderen zu langsam, auch echt Laune. Später auch noch mehrere Strecken. Ja, wir haben jetzt schon die dritte, glaube ich, heute. Das ist die dritte, die wir heute fahren. So, hier ist zum Beispiel die KI halt einfach zu schwach. Das zeigt sich durch sowas. Wir sind wieder dran am McLaren. Eventuell. Schwierig, vor allem wenn du innen anfährst, fehlt dir hier meist der Schwung, aber im Regen nicht unbedingt. Oh boy. Nice. Das ist mir egal. Ich bin auch mitten in Kämpfen, Jeff. Nein! Zu spät gebremst. Es hätte sogar noch was werden können gegen ihn. Schade. Aber hey, GG, erstes beendetes Rennen. P21. Oh, dass man auch hier eine Outlap fahren kann, finde ich geil. Inlap. Warte, CC gerade mal runterdrehen, kann ich das? Ja. Mal gucken, wie der Exit jetzt hier aussieht. Hahaha, für die Fans! Macht das automatisch. Komm. Nice. Noch ein paar Donuts für die Fans. Hi. Oh, der hat sogar einen Safety-Stick dabei. Hier. Oder? Nee. Sah nur so aus, es war hier eine Stange. Hallo! So! Alter Falter! 1360 Red Fox. Warte ab. Darum ist es Stream Delay, siehst du mehrere 360s. Und es hat sogar einen Aston Martin gewonnen. Aber das Fahrerfeld, also. Ach, da ist Niki Team sogar dabei. R Motorsport.
Warum hat man den vorhin nicht gesehen? Oder ist es ein anderer Aston? Ja. Also hier können wir nochmal ins Replay kurz schauen. Ja, es sieht halt geil aus. Muss man schon mal sagen. So, der Regentanz im Porsche. Ja, und da kam der andere auch vorbei. Ja, der Porsche ist halt nicht so entspannt im Regen, ne? So, aber mal gucken, ob wir eventuell jetzt nochmal mit einer... Also, ich glaube, wir fahren nochmal ein bisschen im Trockenen. Komm. Also, mit welchem Auto wollen wir als nächstes unterwegs sein? Honda NSX? Huh. Lexus eigentlich auch ganz nett. Aus welchem Jahr sind die eigentlich? 16 und 17? Ja. Der Jaguar aus 2012. Das ist halt auch ein geiles Teil, ne? So, McLaren, komm. McLaren im Trockenen passt das. Eigentlich würde ich sagen, Brands Hatch mal wieder wäre ganz lustig, aber wir machen den mal in Silverstone. Silberstein. So. Komm, ein bisschen Variabilität ist cool. Deswegen machen wir mal Cloudy. Variability machen wir mal 20. Oh. Track Conditions. Grip Level Optimum. So. Damit es auch mal ein bisschen lustiger wird hier, ne? So. Ja, wir können ja alle Autos mal durchgehen. Jetzt im Moment gehen wir mal den Dingens hier an. Vergessen welche. McLaren. Auf geht's. Oh. Stay in double file. Okay, wir fahren mal aus der Helmkamera, oder? Guck mal, wie ich mit der klarkomme. Variabilität 20 und zack, instant Regen. Ich komme mit den Dingern nicht klar. Oh, ich habe Dry Tile. Warte mal, ich will mal gerade das Setup restart. Ich will mal kurz das Setup auf Safe stellen zumindest. Jetzt fahren wir mit Slicks im Regen. Eieiei. Safe. Genau, Fuel Strategy. Oh Gott, Silverstone. Was brauchen die Formel 1? 1,5 Minuten. Das heißt, sagen wir mal 2 Minuten hier. 8 Runden. 8 mal 3,5 sind 28. Nehmen wir 30 Liter mit. Oh, schöner Mercedes, ey. Oh, toll. Was ist denn das für ein Scheibenwischer aus dem 14. Jahrhundert hier? Maggots, Beckets und Chappelle. Bam! Ich mag zwar deine GP2-Engine haben, aber in den Kurven, ich bin schneller. Und auf der Geraden. Komm her, Kumpel. Okay, in der Kurve vielleicht nicht. Jetzt wird es gerade ein bisschen gemütlicher hier. Boah, geil. Aber schön, dass er auch quer steht. In der Formel 1 wird einfach durchgerasselt. Und hat alles weggebankt, was pace-technisch auf 3 nicht auf den Bäumen steht. Bei 3. Oh!
Wie unfassbar langsam wurde der da bitte. Streckenguides wie bei F1 wäre eigentlich eine Idee. Der krasse Noob. Könnte ich mal ins Auge fassen? Ich versuche wahrscheinlich im Entry ein bisschen zu viel. Aber bis jetzt geht es ja noch gut. In Silverstone, da habe ich gedacht, hey, in F1 2018 habe ich so gut wie nie ein gutes Rennen hier. Vielleicht bin ich ja underpowered, aber anscheinend komme ich hier doch sehr gut klar. Hallo! Gerade eben saß ich noch in dem Auto, deswegen schönen Gruß an die Kollegen dort. Oh mein Gott! Alter! Ihr könnt doch ein bisschen schneller fahren dort, oder Leute? Habe ich das falsch eingeschätzt oder konnte man da schneller fahren? Der McLaren liegt halt auch so geil auf der Strecke. Da kannst du echt die Traktionskontrolle runterschrauben, wie du willst. Nein! Direkt gejinxt, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Wet Tires Optimum. Ach nee. Ja, kann sich in so kurzen Rennen im Spiel denn schon eine Regenlinie bilden? Oder muss man da vielleicht ein bisschen länger unterwegs gewesen sein? Von mir heißt wirklich Baguette. Sieht man das im Stream? Vielleicht. Oh.
So lässt sich leben. So, als alleiniger Führender hat man aber kein Licht. Low tire pressure. Stay clear of the curves. Ach so, okay. Sind alle jetzt auf Wet-Reifen unterwegs. Da bin ich mal auf den Pace-Unterschied gespannt. Man kann das... Ja, jetzt ist das Licht noch ein bisschen heller. Ich finde das Licht manchmal echt komisch. Das Gefühl, in manchen Szenerien hast du kaum Licht. Also im Moment geht es eigentlich noch klar mit den Trockenreifen. Läuft. Eskorn ordentlich was liegen lassen. Ich brauche halt sogar kaum was von der Traktionskontrolle. Das ist schon interessant, wie griffig der McLaren hier unterwegs ist. Das Gute ist halt, irgendwie kommen die nicht in eine Angriffsposition. Also, boah, hier in der Kurvenkombination da gerade eben, da hole ich mächtig Zeit raus. Also scheinbar habe ich da so einen Traktionsvorteil. Einen Kops verliere ich aber, glaube ich, wieder. Blue Flag, Blue Flag, Blue Flag. Kling. Blue Flag, Blue Flag, Blue Flag. Honestly, what are we doing here?
Ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade geiler ist, ob es Regen- oder Trockenreifen sind, die aktuell den Vorteil auf der Strecke haben. Wenn ich mir mal anschaue, wie der Typ hinter mir immer wieder rankommt, würde ich sagen Regen. Aber an einigen Strängen, da scheint es halt mit Trockenreifen trotzdem sehr viel besser voranzugehen. Hier hinten. Ja, guck mal, ich habe beim Exit jetzt über eine Sekunde Vorsprung. Das ist krass. So, der vor mir, der könnte mich mal vorbeilassen. Jetzt gucke ich vielleicht mal, wo ich hier richtig Zeit gut mache zu dem Kerl vor mir. Also ziemlich überall hier gerade in der Kurve. Während der gesamten Kurve tatsächlich. Also, Trockenreifen funktionieren noch ganz gut. Alter! Ja, Nick, das ist der 650S. Na, Marco? Was geht? Ja, Marco, wenn du so spezifisch fragst, ist schon wenig Content, aber geiler Content. Wir können ja aber gleich quatschen. Oh Gott. Wet Tires Optimum wieder. Anscheinend waren sie gerade nicht mehr optimal. He should get out of my way. Oh, krass. Komm her. Boah. Hartes Ding, aber ey, das ist eine Überrundung, Kumpel. Da erlaube ich mir sowas auch mal. Sag mal, wie krass ist die Traktionskontrolle denn? Ich bin gewillt, eigentlich mal ohne Traktionskontrolle zu fahren, um zu gucken, ob ich hier trotzdem so gut vorankomme. Kann man die Tastaturbelegung ändern? Hm. Wenn noch knapp über 2 Minuten geduldig bist, kann ich dir sagen. Okay. Letzte Runde. Och, die sind alle an der Box. Aber hey. Geiles Rennen. Schön gefahren. Ich glaube, da kann man mal zufrieden sein mit der Pace. Ja, wenn es euch auch gefällt, ihr Lieben, haut doch gerne mal ein Däumchen nach oben raus. 250 haben wir schon. Vielen, vielen Dank dafür. Die Fox, was möchtest du denn genau ändern? Also möchtest du auf die Tastatur Sachen belegen? Oh Gott. Oh Gott, jetzt habe ich es gejinxt. Uiuiuiui. Ja, Reifendruck ganz übel gerade. Ohne Traktionskontrolle, das Ding ist
Gridmonster einfach nur. Nice! GG, erster Rennsieg! Excellent job, man. What a race. P1. Bring it back home safely. So, kann man auch mal für die Fans gleich ein paar Donuts machen. Ist das Feuerwerk? Mir zu Ehren? Danke! Geil! So. Hübsches Teil. Sag mal, was ist denn hier mit der TCS los? Jetzt kriege ich keine Info mehr zur Traktionskontrolle. Okay. Bam, da haben wir sie. Die Donuts. Ja, dann mit Hilfe von Gras. Gott, der klingt ja super ungesund. Hallo? Okay, komm, machen wir weiter. Gibt noch ein paar Autos zu testen. So, quit. Sodeli. Schon verwunderlich, dass wir das im Regen... Ja, Timo, das Ding ist, ich habe eine Vermutung, nämlich, dass es mit Optimum Grip Level zu tun hat. Weiß ich nicht genau, ob das sich so wirklich zu 100% so stark auswirkt, aber wäre meine erste Vermutung zumindest. So, Thema Tastenbelegung. Einfach, nee, nicht unter Replace, sondern unter Options auf Controls, dann gehst du hier, wenn man bei Keyboard, als allererstes auf... Huch. Okay. Aber warte mal, ich guck mal, kann ich jetzt hier zum Beispiel Shift up, clear? Ah, geht nicht. Okay, vielleicht kann ich dir da leider doch nicht helfen. Ja. Das tut mir sorry. Oder vielleicht muss man auch irgendwie die Devices entfernen, damit man das auf der Tastatur ändern kann. Sorry, dass ich gerade gegen das Mikro gehauen habe, ein bisschen. So, wo kann man denn hier Boxenstop-Dingensbummens einstellen? Kann man das überhaupt hier einstellen? Ein Pit-Limit habe ich gar nicht belegt, oder was? Welche Taste habe ich denn dafür? Wow. Gegen den Greenscreen gekommen. Vorsicht. So. Ja, nice, ey. McLaren macht auf jeden Fall Spaß. McLaren ist geil. Aber es könnte natürlich auch so ein bisschen daran liegen, dass wir logischerweise dann Optimum Grip Conditions hatten. So, mal gucken, ob es jetzt am McLaren liegt oder ob es irgendwas anderes ist. Ich teste jetzt mal den wunderschönen Mercedes GT3. Mercedes AMG GT3. Und wir fahren mal nicht in die Nacht hinein, sondern wir starten mal nachts und gucken uns mal an, wie es morgen oder Mittag wird. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. So, und das Ganze machen wir auf dem Hungaroring, wo heute ja just ein Formel-1-Video erschienen ist. Oh, schön bei Nacht. Das ganze Starterfeld hier. Sehr, sehr schick mit anzuschauen. So, ich mache mal das Safe-Preset. 2,64 Liter. Oh Gott, schon wieder. Wie viel werden wir fahren? Sagen wir mal höchstens 10 Runden. Hier wieder mal 30 Liter mit, komm. Das macht den Kohl auch nicht fett. So, let's go. Stay in double file.
Okay. War schon kurz irritiert. Ja. Das ist der Tarnkappen-Modus. Ich bleib mal hinten. Boah. Da sind drei grüne Lambos hintereinander. Ne, der vorderste ist ein Ferrari. Alter, der BMW. Hier sind die Übergänge von morgen, von Nacht zu morgen ein bisschen zu deutlich. Du merkst halt jedes Mal, wenn eine neue Farbstufe hinzukommt. Ist halt so, als würdest du an deinem Fernseher irgendwie jedes Mal 10 Klicks die Helligkeit hochdrehen oder so. Das merkst du tatsächlich. Hallo? Sorry. Also Moritz, das musst du selbst entscheiden. Du fragst ja jetzt ein bisschen häufiger nach verschiedenen Sachen. Da kann ich dir sagen, es ist am Ende, glaube ich, immer besser, wenn man selbst so ein bisschen versucht zu schauen, was bestimmte Spiele bieten, was man selbst möchte und dann selbst zu entscheiden, statt auf die Meinung anderer zu vertrauen. Du hast ja, glaube ich, von beiden Spielen, von AC und ACC, allein durch YouTube-Videos dann einen ganz guten Eindruck und kannst dann, denke ich mal, selbst auch entscheiden, was dir dann besser gefällt. Weil ich es halt immer sehr unangenehm finde, direkt irgendwie zu sagen, hey, hol dir das oder das. Kommt halt immer drauf an, was man mag. Boah. Ich dachte, er lässt vielleicht die Tür offen. Was, PS4? Oh boy, Alter, okay, Traktionskontrolle runterdrehen war dumm. So, ich nehme jetzt aber nochmal ein anderes Auto. Mercedes ist ein bisschen zickig. Und Timo, was sagst du, wie gefällt's dir? Teste mal den McLaren und sag mir mal bitte, ob du auch mit dem unfassbar viel OP-Grip hast. Eigentlich habe ich auf den mal wieder Bock. Komm, testen wir mal den Honda. GP2. So, ich mach mal den Skill auf 95 der Gegner. Und ich würde sagen, wir legen nochmal los. Und genau das meine ich, Moritz.
Ob es mir besser gefällt oder nicht, das tut wenig zur Sache tatsächlich. Weil das zwei Spiele sind mit einem gänzlich unterschiedlichen Ansatz. Geht im Endeffekt einfach nur darum, ob es einem selbst besser gefällt oder nicht. Und da würde ich halt sagen, musst du schauen, was du eher magst. Going double file. TC2? Was? Low tire pressure. Stay clear of the curbs. Green light. Go, go, go. Let's go. Okay, Colt Geschoss, dann ist es nicht nur mein Eindruck. Der McLaren ist halt... Also der hat einen absoluten Grip-Hack drin anscheinend. Geiler Sound auf jeden Fall schon mal. Alter, der kann doch nicht so einfach nach außen ziehen. Okay, die Bentley-Wand. Warte mal, hat man mit dem genau dasselbe oder was? Klebt der Honda auch nur auf der Strecke? Ich meine, mit dem Mercedes, gut, der hat eine zweite TCS anscheinend noch, aber... Mit dem Mercedes habe ich Probleme überhaupt irgendwie. Oh, okay, immerhin jetzt geht er mal quer. Endlich mal eine Reaktion vom Auto. Aber der geht nicht so geil um die Kurven. Oh, schön. Ein bisschen quer geht er ja mittlerweile. Ganz am Anfang wirkte der ein bisschen emotionslos. Ich muss aber eindeutig sagen, dass der Honda bis jetzt eines der aus meiner Sicht schwächeren Fahrzeuge ist. Also in den Kurven war der Porsche jetzt schneller auf den Geraden auch. Und mit dem Mercedes kam ich gerade viel besser klar. Er untersteuert halt nur. Schau mal, ich komm kaum eine Kurve mit dem. Muss ich mehr mit dem einlenken? Teste ich mal. Komm ein bisschen zu schnell in die Kurve rein. Liegt am Layer 8. Woran?
Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Unfall zu Beginn des Rennens. Kann theoretisch sein. Weiß ich nicht. Aber nicht. Nee, gefällt mir nicht. Morgig nicht. Sind die Server noch offline? Keine Ahnung. Das Rating ist mir auch nicht so wichtig, im Moment zumindest. Ja, was packen wir denn nochmal an? Ich will nochmal sehen, ob der McLaren wirklich so krass ist. Also, mal schauen. Auf welcher Strecke können wir das denn nachprüfen? Auf... Pass mal auf. Monza. Heavy Rain. Jetzt bin ich mal gespannt. Wird lustig. So, ich starte mal irgendwo mittendrin. Och, wir können 28 Gegner nehmen. Das OSI-Modell, das sagt mir leider nichts. Aber vielen, vielen Dank. Es könnte natürlich ein bisschen daran liegen, dass die Gegner-KI gerade noch höher war. Aber ich glaube, so ein bisschen, ja, weiß nicht. Ach, das ist, keine Ahnung. Muss man mal schauen. Alright, we have some wind conditions. Watch out for curves and exit. And remember to brake early. Bevor du es falsch verstehst, Patrick, übernehme ich es logischerweise nicht. War einfach nur ein Gag, den ich nicht ganz verstanden habe. Ah, hier. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die Pace. Oh, es sieht halt alles so geil aus. Auch wenn der Effekt so ein bisschen verzögert ist von dem Scheibenwischer. Jetzt scheint er mal ein bisschen die TCS beanspruchen zu müssen. Vielen Dank für fast 300 Däumchen, ihr Lieben. Hammersache. Ab geht's. Oh mein Gott, Blindflug. Oh, zwei sind raus. Endlich klebt er mal nicht auf der Straße. Sehr schön. Aber eigentlich wollte ich das doch. Hä? Gerade eben hat er... Warte mal, habe ich Slicks oder Wet Tires? Ich habe Wet Tires drauf. Hä? Warte mal, gerade eben hat er doch mega... Warte mal. Ihr habt es ja gerade selbst gesehen. In Silverstone hatte ich keinen einzigen Quersteher oder so. Ich nehme mal das Safe Setup. So, zack. Ah, warte mal. Ja gut, in Monza ist es natürlich ein anderes Setup.
Okay, da muss ich aufpassen. Aber da muss ich mächtig aufpassen. Eieiei. Okay. Okay. Go in double file. Da passe ich jetzt ein bisschen mehr mit dem McLaren auf. Krass. Sorry! Hey! Leave me alone! Okay, danke, Bumble. Schau ich mal. Alter. Dass die KI sich durch sowas gar nicht beeinflussen lässt. Warum habe ich da so ein Untersteuern? Warum habe ich da so ein Untersteuern drin gehabt? Replay? Kann ich mir das direkt anschauen? Alter. Bin ich da irgendwo reingeraten, dass das Auto plötzlich so untersteuert hat? Ja, der hat plötzlich aber nicht mehr gelenkt, richtig. What? Okay. Oh, ich würde eigentlich schon ganz gerne hier in Monza das Rennen
einmal richtig abschließen. Alright, conditions are well. We have some slippery curves and also watch out for your braking distance. Stay in double file. Ja, der McLaren hat keinen Klebstoff mehr. Das stimmt. Okay. Ja. Hier drauf. Junge, ist da drauf gekrümelt. So, Task Manager. Och nö, ich muss den Computer killen. Ah ja, da. Vielleicht auch nicht. Kann man Alter 4 testen. Ja, Magnus, aber bis dahin, da ist er einfach nur nach straight nach außen untersteuert. Ja, eventuell muss ich gerade nochmal den PC killen, bin sofort wieder da. Also, ein Sekündchen. Ach, ich nehme euch einfach mal mit via Mikrofon. Zack, komm schon. Ah, auch mit. Handschuhen. Dürfte ich die Neustarten-Taste erwischen? Nee, tue ich nicht. Dann nehmen wir einen Kuli als Hilfe. So. Also, ja, ich kann ja über meine Ersteindrücke sprechen. Bis jetzt eigentlich sehr gut. Fahrphysik ist cool. An einigen Stellen aber wenig nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen. Jetzt mit dem McLaren verstehe ich die Welt nicht ganz. Also, weiß ich nicht. Also, es kann natürlich daran liegen, dass ich die Settings halt so gemacht habe, dass das halt im Trockenen quasi... dass da der McLaren, also dass da die Slicks quasi viel Grip haben, auch wenn es anfängt zu regnen. Das Ding ist halt nur, wir waren bei Wet Optimal, also Optimal Conditions for Wet Tires, wo ich mir denke, ja okay, da müssten eigentlich jetzt die trockenen Reifen keine Schnitte mehr sehen. Ansonsten fühlt sich das Spiel eigentlich sehr, sehr gut an. Es sieht gut aus, es klingt sehr gut. Aber wie gesagt, an manchen Stellen finde ich das irgendwie ein bisschen wenig nachvollziehbar. Weiß ich nicht. Also irgendwie komisch. Komisch. Hundertprozentig überzeugt bin ich noch nicht. Aber ja, zu weiten Teilen finde ich es eigentlich ganz geil. So, Timo. Ich gucke mal. Wir können ja mal kurz schauen. Pedale kann ich ja gerade auch nochmal kalibrieren. Ah, da Timom. Ja, Timo, wir können gerne zocken. Wollen wir da aufs Podium gehen vielleicht? Ich hüpfe mal ins Podium. So, mit Jackie Stewart gleich auch nochmal. So, und dann können wir gleich auch mal mit Timo zocken. Das wird lustig. So, okay, gut. Discord funktioniert. Und dann springen wir gleich mal in den Multiplayer-Modus. Ich habe selbst kaum Multiplayer gezockt, deswegen muss man mal gucken, wie der denn umgesetzt ist. Und... pass mal an. Besser als GD Sport. Na gut, das ist Äpfel und Birnen vergleichen. Und ich glaube, Äpfel und Birnen haben noch viel, viel mehr gemeinsam. Ja, also... Hallo! Hallo! Wie geht's? Ja, ganz gut. Und selbst? Gut, danke. Sehr, sehr gut. Ja. Wie ist dein erster Eindruck? Ja gut, ich kenn's ja schon. Ich finde jetzt, die Änderung zum letzten Bild ist nicht so riesig. Ach, warte mal. Ich muss mal
musste ich gerade mal lauter drehen und das Spiel gleich leiser machen, weil du bist jetzt wahrscheinlich bei mir bei minus 10, ja, du bist bei minus 10 Dezibel. Oh, RIP. Ja, jetzt hört man dich aber richtig, glaube ich. Okay, hallo. Ja, Timo, ein dickes F für Timo. Weil er ein wunderschöner und toller Mensch ist. ja, also du sagst ja, die Änderungen zum Bild, zum letzten Bild sind nicht so groß. Ja, also die größte Änderung ist natürlich der Content. So. Ja. Das wird jetzt noch einiges dauern, das mal alles auszuprobieren. Mhm. Ansonsten Fahrphysik und Co. Würde ich schon sagen, ist gleich geblieben soweit. Ja. Muss mich jetzt wieder ein bisschen eingewöhnen, das letzte Mal zocken ist länger her. Mhm. Aber ja, ich hab Bock. Ja. Ja, sieht bei mir ähnlich aus. Ich bin wegen mancher Sachen ein bisschen irritiert, weil bei manchen Autos, gut, ich habe jetzt zwar verschiedenste Rennbedingungen auch teilweise getestet, aber ich habe zum Beispiel vorhin mal den McLaren getestet und der war bei mir absolut overpowered. Also okay. Der ist bei mir, ich hatte trockene Reifen drauf, bei Wet Conditions, wo es hieß, ja, Wet Condition, Wet Tires sind jetzt optimal. Und der ging einfach. Das war krass. Okay. Also vielleicht war die KI da komisch, aber so. Mhm. Bei mir steht noch Connecting beim Multiplayer da. Du musst gegebenenfalls das Spiel nochmal neu starten, das hatte ich eben auch. Okay. Ja, ich habe auch gerade den PC nochmal neu gestartet. Ein bisschen unfreiwillig, aber... Oh gut, passiert. So, dann mache ich das mal ganz kurz. Ach, ja, da wieder der Abspann, bevor das Spiel abgeschaltet wird. Wie im klassischen AC. Stimmt. Ja, ansonsten wurde auch schon kurz mal der Vergleich zu GT Sport angestrengt, wo ich halt immer sagen muss, ja, das sind halt auch unterschiedliche Spiele. Also GT Sport, Assetto Corsa und GT Sport, die gehen so ein bisschen, glaube ich, an für sich in eine andere Richtung. Was ich halt bei GT Sport sowie auch bei iRacing halt als Vorteil sehe, sind die Scheduled Races. Da muss man gucken, wie das Rating-System bei AC sich halt etabliert. Und irgendwie scheint es gerade wieder nicht so zu klappen. Okay. Hast du den Grafikkartentreiber runtergeladen? Oder? Nö, ich habe einfach das Spiel abgedatet und gestartet. Ich habe jetzt nichts groß gemacht sonst. Das ist jetzt das zweite Mal, dass... beim Starten ist es jetzt halt hängen geblieben. Hm. Ah. Ja gut, dann hört man dich jetzt mal vielleicht kurz nicht. Nein. Starte den PC nochmal neu. Ja, alles klar. Ein bisschen tragisch gerade. Ach ja, ich mute mich mal gerade nicht. So, dich hört man einfach so lange, bis ich disconnect. Ach komm. Wo ist das Kabel? Wo hat sich das Kabel jetzt verhakt? Da. Okay, cool. So, dann laufe ich nochmal rüber. Mach den PC aus. Und jetzt hört man Timo mal kurz nicht. So, aber Timo hört mich und deswegen rede ich einfach immer und immer und immer weiter. Oder auch nicht. Ja, aber ganz kurz, Vergleich ACC und GT Sport, weiß ich nicht. Also es ist halt, wie gesagt, ich sehe halt bei den Scheduled Races immer einen gewissen Vorteil. Da muss man halt gucken, wie am Ende das ausschaut jetzt mit, mit dem, wie das Safety Rating sich halt durchsetzt und ob das irgendeine Relevanz hat. Ja, ansonsten hat ACC halt einfach ganz andere Sachen, die es simuliert. Du hast das Wetter. Das ist ja schon das der größte Unterschied zu GT Sport, würde ich sagen. Du hast einen Tag-Nacht-Wechsel. Die Spiele sind halt eigentlich so grundlegend unterschiedlich. Und das ist halt, finde ich, nicht sowas wie bei Project Cars 2 und bei Assetto Quatsch, und bei GT Sport zum Beispiel, wo du halt sagen kannst, ja, Project Cars 2 simuliert zwar viel, aber das ist, finde ich, qualitativ einfach nochmal eine Stufe drunter unter den anderen Sims. Das ist meine persönliche Meinung. Muss man nicht teilen. Kann man, aber. Oh, ja, aber bei ACC und bei GT Sport würde ich halt sagen, das ist halt qualitativ. Das nimmt sich da nicht viel. Ja. Und Timo müsste jetzt wieder da sein bei euch. Okay. Ha, ich höre dich. Juhu. Hallo. Hallo. So, gibt's da nur GT3 Autos oder etwas untermotorisierte Fahrzeuge? Es gibt die Super Trofeo Autos und den GT3 Cup
Also ein bisschen schwächer als GT3 sind sie auf jeden Fall. Danke, ich werfe erstmal hin rein. Oh, sorry. Aber so richtig starke Autos gibt es da nicht. Ach, alles cool. Das ist wieder ein bisschen Banane jetzt gerade. Ich stehe am Start, vor mir, der steht noch. Und hinter, also der hinter mir fährt einfach los und mir hinten rein. Und ich kriege ein Safety-Penalty. Na gut, das ist ungünstig. Wo kann ich dir jetzt joinen? Weil jetzt bin ich online. Das ist jetzt die Frage. Ich gehe hier gleich nochmal raus, das macht keinen Sinn. Okay. Ich glaube, wir uns nicht. Competition Server. Open. Aber Misano. Also ich habe einfach das Matchmaking quasi genommen, habe einfach direkt auf Join Server geklickt. Matchmaking, war. Wo hast du drauf gedrückt? Quick Join oder? Ja, genau. Also direkt, wenn du in Multiplayer reingehst, dann auf den Join-Knopf. Oh Gott, wollen wir auf die Serverliste gehen? Weil eventuell finden wir uns da nicht. Ja, klar. Da finden wir uns auf keinen Fall. Deswegen, okay. Ich gehe hier gleich raus. Gib mir einen kleinen Moment. So. Ja, ein bisschen online fahren. Ach, Google. Kann ACC mit iRacing mithalten. Wie gesagt, das sind ganz unterschiedliche Spiele. Das, also, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ganz groß unterschiedliche, das ist halt wirklich ganz unterschiedlich, der Ansatz. Och, Patrick, ich glaube sogar, dass der GT3 Cup noch anstrengender zu fahren ist als die GT3 Autos. Ich glaube, so viel Angst braucht man vor den Teilen auch gar nicht zu haben. Die haben zwar extrem viel Leistung, aber die haben auch gute Fahrhilfen, womit man die auch fahren kann. Wenn man jetzt nicht wie ich irgendwie sagt, oh ja, ich hau jetzt irgendwie starken Regen oder so rein, dann geht das, glaube ich, sogar. So. So's. Ich bin in der Serverlist. Ja, kann man. Ist die Frage. Kann man in Spa oder so joinen, oder? Ich finde es jetzt gerade ziemlich schwierig, was Ordentliches zu finden, wo erstens Platz drauf ist. Ja. Und zweitens, ich drauf darf. Ach, weil auf die Kunos-Server darf man noch nicht, oder was? Da brauchst du halt die Track-Medals für. Und ich habe jetzt mein Profil komplett zurückgesetzt, damit ich die Ratings mal von vorne machen kann. Ah. Dementsprechend habe ich auf keiner Strecke die Medals. Okay. Und natürlich auch kein Safety Rating. Ja, same. Ah, hier, ACC Belgium, Noobfam, Zolder. Okay, brauchst ein Passwort. Ja, steht da, ob man immer ein Passwort braucht? Nee, das Server-Passwort steht immer da. Das sagt erstmal nichts aus. Ah, okay, gut. Den könnten wir ausprobieren, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, auch wenn Zolder mir nichts sagt. Ich. Zolder? Ich habe jetzt einen mit Spaß. Ach, der ist voll, vergiss es. Oh Gott, vielleicht müssen wir mal gucken, dass man sehr leeren erwischt. Hier, gtrmasters.hu. Komplett zusammengeschrieben? gtr-masters.hu. Ah, okay. Aber, ach, der Rennsimulanten-Server ist auch... Ach Gott, da brauchen wir auch Track Medals. Okay, den gtrmasters finde ich nicht. Oder die Suchfunktion kann ich mit dem Bindestrich umgehen. Eine Suchfunktion? Ach, da oben. GTR Master. Sie kann nicht mit dem Bindestrich umgehen, alles klar. Ja, aber der braucht auch. Warte mal, ich mach mal Refresh List, damit man mal die Teilnehmerzahlen aktualisiert hat. Okay, ich habe den gefunden, den du eben meintest. Da könnte ich auch drauf, ja. Ja, also Spar. Frage, ach, braucht man da nicht auch Track Medals und SA? Nee. Das steht immer unten drunter. Ja. Requirements und dann Track Medals SA. Und wenn es nicht da steht, dann kannst du drauf. Gott, vielleicht gibt es zwei unterschiedliche von denen, weil. Ja, tatsächlich gibt's auch. Okay. Weil einer braucht Dingens und einer nicht. Okay, ja, warte mal. Wie hieß es nochmal? GTR? Such einfach nach Masters. Die anderen Kids haben auch schon gezockt oder noch nicht? Markus hat, glaube ich, mal ein bisschen. Ich bin ja erst später zugekommen. Ich war noch recht lange auf der Arbeit. Okay. Wollen wir den nehmen, der bei 22 Fahrern abgeriegt? Ach, da können wir nicht drauf, ne? Genau, der andere müsste das sein. GTR Masters Nüelt. Nüelt? Ja. Dann würde ich da mal gerade drauf gehen. Okay, probieren wir's. Bin jetzt auf Connect. Garage 59. Ich finde es sehr interessant, dass rechts noch Early Access Preview steht.
Welcome to the first playable version. Lul. Sehr gut. Ach, da, du hast einen AMG, oder? Yep. Dicke BMW? Ah, nee. Dicke AMG, Junge. Oh Gott, wie lang ist das Rennen? 15 Minuten. Da kriegt man 6 Runden oder so hin. 30 Liter, komm. 35 Liter machen wir mal rein. Einfach so viel, wie du nimmst. Pass auf, ne? Ich habe 4,15 Liter pro Runde. Ach, stimmt. Wenn es bei dir anders ist, dann... Na, ich habe ein bisschen weniger. Passt. Okay, passt. Bin es nicht gewohnt, dass wir unterschiedliche Autos fahren. Oh, Carsten ist da. Moin, Carsten. Wahrscheinlich Moin. Zuschauer, oder? Ja, vielleicht können wir da sogar noch mal ein Momentchen warten und dann kommen vielleicht noch mal 2, 3 Leute. Ach, Session Start in 15 Sekunden. Ja, ich glaube, da kannst du nicht selbst abstimmen oder so. Okay, da gehe ich mal das auf Drive. Cool. Oh, es gibt ja einen hier Sprecher. Okay, Double File zu dritt. Der AMG hat eine viel bessere Beschleunigung. Lass dich vor. Okay, danke. Ah, da nimmt er direkt die Petronas-ähnliche Lackierung. Ja, fand ich richtig nice. Hey, warum ist Carsten jetzt auf 3 und hat's an eine Runde vor uns so gesehen? Hinter uns. Da muss man wieder eingewöhnen jetzt hier. Ich bin mal echt gespannt drauf, wie das Rating-System sich so öffnet, wenn man es mal ein bisschen spielt. Du hast es ja schon mal ein bisschen gespielt. Weil momentan wirkt es für mich so ein bisschen überladen. Ich fand es eigentlich ganz gut. Bei mir war nur das Problem, dass ich einen Bug hatte und ich kam nicht über Safety hinaus. Hast du auch einen Leck gehabt gerade? Ja. Gut, dann war's Server. Dann haben sie das auch noch nicht behoben. Oh Gott. Uiuiui. Ich lebe noch. Nice. Gerade so. Besser als nicht. Yep. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der McLaren ist echt entspannt zu fahren. Okay. Ja, der Benz geht auch. Der hat halt auch das, was ich an ihm schätze, dass er viel über die Curbs bügelt. Ich habe jetzt auch erstmal das Safe Setup gemacht. Oh nein! Und vielen Dank, Jojo 585. Haut 99 Cent über den Superchat raus. Danke dir, mein Lieber. Ich hoffe, die Einblendung kommt jetzt. Ja, funktioniert. Machen wir mal umgekehrte Vorzeichen. Wobei, mal gucken, wieder auf der Geraden. Aber du wärst auf der Geraden wohl eh rangekommen, aber. Boah, da bin ich mir nicht so sicher. Okay, du hattest ein Zehntel oder so schon aufgeholt. Okay. Ich hab noch keinen Bremspunkt. Aber das ist okay. Du sollst unbedingt mal eine TV-Sendung machen. Das ist wahrscheinlich die Shopping Queen. Scheiße, ey. Oh Gott, ich bin gerade ohne TCS gefahren. Okay, krass. Null. Ja, ey, wie gesagt, der McLaren, der klebt. Das ich wollte gerade sagen, dann noch so gut klargekommen. Ja. Ja, jetzt wieder am Gas. Also jetzt fahre ich gerade wieder mal ohne TCS und vielen Dank, Philopp Patrick oder Patrick Philopp. Danke dir, mein Lieber. Haut auch noch einen Euro mit dem Budget raus.
Oh, okay. Beim Eingang ist der ohne TCS ein bisschen schwieriger zu fahren, aber Rausbeschleunigung ist easy. Jetzt war auf Stufe 1. Genau, Jojo. Eine Naturkonstante wie Pi oder E. Also in Benz ohne TC zu fahren, traue ich mich nicht. Ja, das ist ja Selbstmord. Den Honda kannst du auch ziemlich ohne Traktionskontrolle fahren. Mhm. Auf den freue ich mich auch. Ja. Ich habe mich auch auf ihn gefreut. Okay. Oh nee. Was denn? Ja, ich hab. Griff oder macht er? Nee, ich hab Dings abgekürzt. Achso. Hätte ein bisschen mehr vom Gas gehen müssen. Ich finde Rouge auch mega schwer abzuschätzen. Ja. Spa im Regen ist der Killer. Hast du es mal probiert? Nee, ich hab noch. Ich bin noch fast gar nichts gefahren, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe auch richtig Bock drauf. Spar sowieso. Ja. Ich bring mal schauen, wie ich da klarkomme. Also ich kann dir sagen, Zufahrt Camel Straight beim Rechtsknick. Pass auf. Okay. Wirklich, das ist... Das wird dich killen. Ich meine Bremse nicht kalibriert. Mal gucken. Okay, no, doch. Passt. Das finde ich ein bisschen problematisch, dass man bei der Bremse keine Todzone oder sowas einstellen kann. Ach, geht weil nicht. Weil G29. Nee, noch nicht. Ich weiß nicht, ob es noch reinkommt. Aber G29 und der fette Block da. Ach komm, so fett ist kein Block auch nicht. Das war jetzt rausbeschleunigt mit Stufe 2 TCS. Okay. Ja, okay, das war ein bisschen früh. Das ist jetzt mit Stufe 1. Aber echt, ey, das Ding geht einfach gar nicht quer. Das ist richtig strange. Too slow. Willst du mich für Apple spielen? Too slow? Ja, für die Track Metal Dings. Ach so. Wo steht denn das? Rechts rum. Ich habe da so Mini-Sektoren. Ach so. Bei welchem Rating bist du gerade? Oh! Oh Gott. Oh! Das war jetzt aber nicht too slow oder was Spiel. Oh, ich habe den Scheibenwischer angemacht. Aber eine gute Panikreaktion. Track-Kompetenz 48, TA 48. Hey, okay. Das ist komisch. Ich bin schon beim Safety-Rating jetzt. Da hat er meine Werte doch irgendwie gespeichert, obwohl ich alles gelöscht habe. Ja, das ist meine erste Runde online. Oder also, dass ich mit dem Dings verbunden bin. Im Server. Ach so. Ach, ich dachte, online wird das mitgezählt. Ja, wahrscheinlich, aber ich war halt die ganze Zeit nicht online. Okay. Ja. Probiere mal die eine Runde jetzt hier abzuschließen, dann warte ich auf dich. Ja, kein Stress, mach ich.
Aber eigentlich mit Fanatec, jawohl. Oh nö, Fatal Error. Ah, shit. Da ist gerade ein Spieler drauf gejoint. Hey, 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 hey. Kleiner, ganz ruhig. Hey. Dein Auto rollt da noch. Ja. Mein Fanatec Lenkrad zeigt auch eine Geschwindigkeit an. Jetzt stehe ich. Ja, richtig. Spielsound sagt aber, du fährst auch mit 242. Ich würde jetzt nicht reinfahren, dann geht das Safety Rating wieder runter. Okay, jetzt. Das habe ich ihn auch. Jetzt hast du auch einen Fatal Error. Ja. Lol. Just als ich vom Server runter bin. Ja, dann ist da genau das Problem. Oh. Weil es laggt, wenn jemand auf den Server drauf geht und es ist die Gefahr dafür den Error. Also das ist, ja, muss man schon leider sagen, ein bisschen schade. Ja. Weil der ist in der Early Access massiv oft aufgetreten, der Fehler. Ja. Ja gut, das kann natürlich sein, dass es eventuell unter einem gewissen Andrang und so entsteht. Aber der Fehler jetzt. Aber eigentlich sollte man meinen, dass das. Also ich kann mal den Intro-Clip jetzt gerade mal hier einblenden. Das sieht mega geil aus, außer mit dem Mauszeiger. Oh, ja. Die Kritik muss man aber trotzdem lassen, dass man eigentlich daran arbeiten sollte. Die Frage ist halt, ist das ein Serverfehler oder ein Kleinfehler? Das stimmt. Das könnten wir wissen, wenn wir. Ist aber schon epic, der Clip. Bin gerade ein bisschen aus dem Konzept gekommen. das wüsste man, glaube ich, sobald man mal auf den Kunos-Server joinen kann. Ja, dann müssen wir uns ranhalten. Ja. Alter, der Umschnitt vom Bentley zum Nissan, ey. Godlike. Ist eigentlich auch geplant, dass die Motorstops animiert werden, die Boxenstops? Auch eine gute Frage. Geiles Video, ey. Richtig, richtig schönes Video. Wow. Geil. Ja, da haben sie viel Arbeit reingesteckt. Sieht schon echt stark aus. Okay, ist ein bekannter Fehler, ja. Ja, weiß nicht. Finde das immer schade. Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich eigentlich immer gerne auf Release-Versionen warte. Heutzutage ist es aber ja mittlerweile so, und das ist, bezieht sich jetzt nicht nur auf Assetto Corsa Competiziano, wie es ja so schön genannt wurde vom Nvidia-Chef oder Präsentator damals. Das bezieht sich eigentlich auf mittlerweile fast alle Spiele leider, dass man echt mindestens mal eine Woche abwarten sollte. War ja bei F1 genauso. Bei F1 2018, du wurdest disqualifiziert, sobald du in einem Online-Multiplayer-Rennen über die Linie fährst. Ja. Oh, sorry. Voll gegen das Mikro mit der Hand. Beim Augen rauspulen. Beim was? Als ich mein Auge rausgepult habe. Ja, das war eine komische Formulierung. Ich weiß. Fetching Serverlist. Das ist cool, dass man es mit dem Lenkrad hier steuern kann. Rennsimulanten, Spa-Francorchamps, hast du den hast du den? Gucken wir mal. Bestimmt. Guck mal, ob ich hier connecten kann. Also mit den Rennsimulanten kann man connecten. Ach nee, ich habe Safety Rating 55 noch nicht. Ah, ja. Bin bei 3. 3. Sehr gut. Aber brauchst auch halt. Ob ich bei dem Auto bleibe oder ob ich noch wechsle, oder? Genau dieselbe Frage habe ich mir gerade auch gestellt. Oh ja, ich wechsle das Auto. Das ist auch ein cooles Ding. Du wirst mich mit einem aus unserer Crew vergleichen gleich. Du wirst sagen, so ein richtiger. Ist dein Auto grün? Auf wen willst du hinaus? Ich weiß, dass der Porsche als erstes grün ist. Also der erste Skin, den du nimmst. Okay, ja, dann, dann hast du die richtige Fährte. Ja, gut. Sehr gut, ja. Ach, der Cup. Ah, ja. Cool. Nämlich nicht entscheiden.
Kudos Official Server Unrestricted. Ach nee. Das Doofe bei den Servern ist halt, du musst auch gucken, auf in welchen Dingens die gerade sind. Hm. Ja, die Unrestricted sind eh alle voll. Ja. Stöckel stinkt. Was? Ja. Hier heißt ein Server Stöckel stinkt. Wow. Habe ich auch erst so gelesen, wollte so ein Nickname heraus, so. Ah, okay. Ja. Ah ja, Elliot Rules, eigenen Server bin ich dran, habe ich mir schon angeschaut. Werde ich sicherlich demnächst mal machen, aber bin ich noch nicht zugekommen. Das ist ein Bingo. Red Oil Racing. Das ist Monza. Naja. Monza finde ich schwierig, weil du da wenig Traktion fahren musst bei krassen Bedingungen. Also Monza hat mir viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Hast du den okay, dann können wir es versuchen. Wo war der? Red Oil Racing, das sind. Worauf muss man denn primär achten? Ist der Ping so relevant tatsächlich, oder? Ich glaube, aktuell ist das noch nicht richtig. Die haben irgendwie alle über 200 Millisekunden, was ja eigentlich nicht sein kann. Okay. Ich weiß nicht, ob das vom Client zum Server gemessen wird oder von irgendeiner zentralen Stelle zum Server. So wie es jetzt aussieht, denke ich mal eher von einer zentralen Stelle, okay, die halt jetzt ein bisschen überlastet ist. Ja gut, dann war das ja nicht so wichtig. Dann geh mal, dann such mal Red Oil zusammengeschrieben. Rotöl. Ich muss erstmal schauen, dass ich raufkomme. Bei mir ist der Multiplayer scheinbar gerade wieder nicht da. Ich join mal gleich. Und also ich guck mal, wie viele Leute da sind. Wenn da 5 oder so sind. 3 von 16, das geht. Ach nee, da ja, brauchst perfekt. Du wieder so ein. Oh, da brauchst du wieder ein Rating. Ah. Track Metals 3 und Dingensbummens. Refresh. Unangenehm. Ich habe doch keinen Namen, wonach ich noch suchen möchte, liebe Liste. Ah. So, jetzt geht's wieder. Also der Red Oil ging nicht. Nee. Der hat halt weitere Dingens gebraucht. Und jetzt findet er bei mir keine Server mehr, obwohl ich Refresh-List mache. Hm. Ah ja, jetzt wieder. Oh, le Baba, cool. Der Server ist aber schon voll. Bist du drauf? Also. Bist du drauf, oder? Auf welchem jetzt? Allgemein, hier online. Achso, ja, ja. Also Serverlist habe ich da. Okay. Wie sieht es mit Streckenwünschen aus? Willst du irgendwas Spezielles fahren? Alles außer Zolder. Dann packe ich Zolder mal raus. So. Fetching Server. Nochmal Advanced. Du kannst leider nicht nach Unrestricted Servern suchen. Ah. Wäre ja mal eine Idee, ne? In der Tat. So, zum Anfang finde ich erstmal nur volle Server. Jetzt mal bei 7 von 25 oder was Safety Rating. Auch restricted. Hier ist es wieder der gleiche wie eben. Welchen Wheelstand benutze ich? Das ist einer von Fanatec, den die aber nicht mehr verkaufen. Da, die hatten noch einen auf Lager. Okay. Ja, bitte? Ich hätte hier einen. Ja. Der ist aber gerade in der 51. Minute des freien Trainings von 600. Ach so, ja. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie skippen kann dann. Ich glaube, da steht auch im Titel irgendwas von Practice, ne? Nö, einfach nur simracers.tr.net. Okay. Ich habe hier vielleicht was. SLRT, Brands Hatch, 8 von 10 Leute. SLRT, alles zusammengeschrieben. Was? Ja, okay, komm, ich tu's mir an. Brands Hatch, oder was? Ja, ich hasse die Strecke. Ach komm, Brands Hatch ist lustig. Nein, das wie war das? SLTR? SLRT. Ah, mein Kurzzeitgedächtnis ist... Oh, das sind 9 Leute gerade. Komm. Shit, Fetching Server List. Findet ihr nicht? Jetzt. Connect. Yes. Yes! Wir sind drauf! Nice.
Junge! 2,8 Bilder. Ja, ja. Ach, das Quali ist noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Nice. LAN-Server können wir bestimmt einrichten, aber wir sind nicht mit dem gleichen LAN, von daher hat das noch nicht so viel Sinn. Aber ein Public soll auch recht einfach gehen zu machen. Von daher. Let's go! So, 3 Liter Bilder. Speed up to over 50 km/h in 60 seconds or be retired, was? Ja, du musst direkt aus der Box, also nicht direkt, aber recht schnell aus der Box rausfahren. So, okay. Bist du jetzt hinter mir, oder? Nee. Ich fahr jetzt los. Okay. Gott, ey, das wird richtig cool hier. Ist da jemand? Nee. Come on! Ja. Richtig ready hier. Oh! Die Kurzvariante? Nee, oder? Nee. Nicht die Indie. Oh, guck mal, der Rezo fährt auch mit. Oh Gott. Ja, lol, ey. Sehr gut. Karu, ja, das machen wir in Zukunft. Mal gucken. Das kann man mal anpacken. Erstmal gucken, wie man sich einlebt ins Spiel und ob alles online schon funzt. Mir ist Jam. Was, Jeff? Wir haben eine gute alternative Strategie für dich. Sehe ich das Quali-Zwischenergebnis? Ah, Vierter bin ich. Nice. Obwohl hier ein McLaren vor mir rumdödelt. Ich müsste jetzt erstmal eine valide Runde schaffen. Danke, McLaren. Sehr cool. Hat mich vorbeigelassen. Direkt die nächste Invalidated. Okay. Die letzte muss dann sitzen. Warum stehst du? Ein Kommentar. Ja, neuer Lowpoint in Sachen Gags, ne? Mhm. Und das nach meinem Rezo-Gag. Das müssen wir erstmal schaffen. Oh boy! Too inconsistent. Wofür steht TR? Track. Oh, danke.
Gott. Gibt's im Qualifying eigentlich auch Overtime? Ich glaub schon, ja. So, jetzt fahre ich mal eine One-Shot-Runde. Kann man wie auch in A10 die Box TP'n, oder? Müsste gehen, ja. Okay. Oh nein! Ja! Nee, doch nicht? Ah. Nee, war was anderes. Return to Garage 59. Komm! Setup, komm. Nein! Ich hab Confirm gemacht, ich Idiot. Wow, ich verbrauche pro Runde 2,48268 Liter. Okay, ich krieg keine Runde mehr hin. Oh, P5 ist okay. Nabend, Duki! Servus! Ja, hier, was heißt denn hier, alte Eiswaffe? Kommen Sie online, machen Sie Rennen. So, die Runde wird wenigstens mal gezeitet. Platz 6, lol. Nice, wir sind direkt hintereinander. War jetzt sogar besser als erwartet. Danke. Ich weiß, dass du deine Runde meinst. Für den Gag muss man es mitnehmen. So, ja. Oh, mein Engine Mob saß auf 2. Was ist das schnellste? Hoch oder runter? 1. Unten. Okay, thanks. Oh! Also, die sind bei jedem Auto ein bisschen unterschiedlich. Aber in der Regel 1, 2, 3 sind die trocken. Und 4, 5, 6 sind die Wet Presets. Wo chattet man? T? T, Leertaste, Enter. Danke. Ja, Enter war's, okay. Heiß ich jetzt auf dem Server wirklich Dave, Dave, Dave? Dave, Dave, Dave. Close, close, close. Moment! Seit wann trage ich eigentlich eine Uhr? Nice, wir sind etwa 2 Zehntel voneinander weg. Oh, krass. Wie lang dauert das Rennen? Wo sehen wir das? Ich glaube hier noch gar nicht. Current Setup, ach da. Tire Set 2 und 1, ist 1 schneller? Oh Gott, das ist neu. Das weiß. Ah, du hast eine bestimmte Anzahl an Tires. Ah, Grain, da siehst du es. Mhm. Ach cool, mit einem Staubmarker hier. Weißt du, du hast insgesamt 50, hier, 50 Reifenmischung jetzt in dieser Dingens, in diesem Rennen. Ich glaube, damit kommen wir nicht hin. Ja, das wird knapp. Servus, Ava. Hallo, Ava. Hallo. Oh Gott, Bumble, nein. Dave, oh Dave, nein. Dave, Super Dave, Dave. Max, 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 Super Max, Max, Super, Super. Das war aber da so bezeichnend dafür einfach. Oh mein Gott, Session Start in 20 Sekunden. Timo, schnell Sprit einstellen. 30 Minuten. Current 30 Minuten, wie lange hat wie lange hat eine Runde gedauert? 1,5 Minuten etwa? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich nehme einfach 60 mit. Nee, mehr. Wenn die 1,5 braucht, 3 Liter pro Runde. Ich nehme jetzt auch 60 mit, scheiß drauf. Ich habe sogar noch mehr. Hauptsache durchkommen.
Stay Double Fire. Geht die Kiste nicht an, jetzt. Boah. LOL. So, muss ich jetzt neben dir fahren? Ja. Warte mal. Anderthalb Liter, Quatsch, anderthalb Minuten pro Runde. Das heißt 20 Runden. Ah, 60 Liter passt sogar. Okay, dann nicht zu viel. Gib ihm! So, Startcrash jetzt bitte. Gönn ich dir nicht. Oh mein Gott, Timo, ruhig. Ui. Da vorne sind zwei raus. Da gibt's direkt easy points. GT Sport Academy. Ja, lol, ey. Rezo ist vor mir. Liebe CDU, wenn ihr wollt. Wow. Och man. Jetzt kann ich ja wieder 60 Liter einstellen. Hello, Darkness, my old friend. Wollt grad den Gag machen und sagen: Hey, liebe CDU, wenn ihr mögt, bietet mir ein Budget an dafür, dass ich Rezo jetzt abschieße. Och man, das war doch so geil. Das lief so gut. Ja, echt so. Go in double file. Ich hab abgewürgt. Du Dullibert. Lol, du bist ja nicht gar ganz, nicht mehr da. Ja, ich hab Plätze verloren. Ich weiß nicht, ob ich wieder zurück darf. Mach doch Light up automatisch. Ja, ich find's eigentlich ganz cool, dass selbst so. Ja, aber das ist nicht so was davon. Ja, jetzt nicht mehr, ja. Alter! What? Boah. Was war das denn? Auch nur halb gesehen, leider. Ich hab einen Schlag von rechts reinbekommen, oder was? Ja, sah so aus. Oh, der hat's auch geknallt. Sag mal, kannst du mal... Okay. Läuft das jetzt jede Runde so, wenn... Keine Ahnung, warum. Irgendjemand keinen Bock mehr, der Server-Admin ist. Ja, es ist halt irgendwie auch ein bisschen witzlos gerade. Stay in Double File. Aber sei froh, jetzt hast du das Ding nicht abgewürgt. Warum? Achso, ja. Da bist du. Okay. Das Menü ist irgendwie ein bisschen weit hinten, das Gefühl. Der Giftgrüne hat mich weggekickt, aber war der nicht außen? Ach, keine Ahnung. So, komm, jetzt aber mal. Aber danke für den Tipp, Elliot. Guck's mir mal an.
Ja, danke. Oh, du wurdest gedreht. Ja, und der Motor ist aus. Ach nee. Ja, natürlich krieg ich dafür Light Damage. Light Damage Front. Der ist da so reingestochen. Digi Rezo ist aber richtiger Assi, ey. Also, der hier. Nicht du, Rezo. Oh, hier steht auch einer. Der reale Rezo ist voll cool. Der macht Tanzverbot und die Robbe und Simon Will Remixes. Klingt auch noch gut am Ende. Habe ich den Bremspunkt verpasst. Das heißt too inconsistent. Das war doch gut. Das war wieder gut. Was ist denn daran inconsistent? Ich kann gleich Rezo überholen. Ja, lol, ey. Hui. Dave, super Dave, super Dave, super Dave, Dave. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Er ist der King von Brands Hatch. Ja, komm. Was ist das für eine... Das ist aber auch ein richtig asozialer Typ, ey. Was ist los? Sorry, ey. Was ist das für ein Assi einfach nur? Komm näher an den Rand. Hast du Achse gebrochen. Nee, hab ich nicht. Oh, shit. Ich gehe nach innen, der verteidigt innen. Ich gehe nach außen, der zieht nach außen. Das ist richtig Assi einfach nur gewesen. Das war so ein typisches Ding von wegen, hey, ich gönn's dem jetzt nicht, dass der da vorbeizieht. Das ist richtig, richtig Assi einfach nur gewesen. Also, sorry. Da brauche ich auch, glaube ich, gar kein Replay. Ich glaube, der hat sich belegt. Ja, der hat geflogen. Fahr jetzt bitte nicht auf die Strecke. Wenn der innen verteidigen will, dann soll er innen bleiben. Wenn er außen verteidigen will, dann soll er außen bleiben. Aber nicht, wenn ich schon neben ihm bin. Ja. Achse komplett gebrochen. Ach, Crucix ist auch drin. Hi, Crucix. Ja, nice. Überrundet? Bisher, Dave, jawohl, der beleidigt dich erstmal. Ja, alles klar. Keine Racecraft, diese Leute. Hallo, Crucix. Weißt du, jetzt führt der Serverinhaber und jetzt macht er natürlich keinen Restart. Also, liebe CDU, ich will meinen Scheck bitte morgen haben. Damit man sich da versteht. Nee, aber ich finde es auch einfach echt richtig, richtig mies. Das ist doch mies. Ja, das ist halt echt schade, weil... Weißt du geduldigst dich da auch so ein bisschen. Der hat eh am Anfang so ein bisschen... warte mal, hier Repairs, ja. Du bist da sehr geduldig erstmal.
Und dann, also beim Start hat er ja eh sich vor der Geraden, bei dieser langen Linkskurve, sehr, sehr weit raustragen lassen. Und du spielst dieses Spiel ja mit, aber wenn jemand halt mehrfach die Richtung wechselt, dann ist das halt auch einfach ungeil. Ach, so, egal. 55 Sekunden Reparatur. Boah, RIP. Ja. Naja, ich fahr ein paar Ründchen, hab meinen Spaß. Bei mir leckt's gerade ein bisschen irgendwie. So. 10 Sekunden. Lag ich bei dir oder der Server? Nee, nee, das ist das Spiel. Okay, gut. Gott, ich hätte Reifenwechsel anfragen sollen. Den Motor muss ich ja auch machen. Okay. Ach, Engine Map 1 ist das schnellste, ne? Ja. Hätte ich mal früher einbasten sollen. Also außer es hat sich jetzt irgendwie zu 1-0 geändert. Ich hab ne... Vor Pitspeeding 30 Sekunden. Ach so, ja. Ja. Ah ja. Ich hab ja keinen Button für Pitlimiter, weil ich's in der Karriere... weil ich's automatisiert hatte. Oh Gott. Hm. Läuft alles schief. Wow. Nice done. Dann könnten wir gleich mal in die Giga gehen. Da mal mit Duki da auch noch mal ein Ründchen quatschen und zocken. Ja, gern. Wenn mein Spiel dann wieder weniger leckt. Das gerade ist echt heftig. So gefühlt 25 FPS oder so. Willst du, dass wir den Server verlassen? Ich hätte jetzt nichts gegen. Mir egal. Dann könnten wir jetzt direkt eine Runde mit Duki fahren. Ja, alles klar. Dann, nee, jetzt bin ich gerade am Boxer gefahren. Ich fahre die Runde noch fertig. Ich weiß nicht, wie das denn Ratings ist, wenn du mittendrin aufhörst. Jo. Wie viel km/h Speedlimit gibt's hier denn? Wie viel km/h? Wie schnell du in der Box fahren darfst? 50. Ja, in der Box 50. Hallo, Cruise. Muss ja sagen, ich... Ja. Die Strecke immer gehasst, aber es ist genau wie bei Ungarn. Und die GT3 macht sie doch Laune tatsächlich. Oh nein, es wird dunkel. Da steht ja immer noch 30 Sekunden Stop Pit Speeding. Stop and Go. Ach, 30 Sekunden Stop and Go. Ja, moin. Ja gut, im Quali wirst du disqualifiziert, wenn du spielst. Ich will es jetzt nochmal einmal testen. Also wenn du nichts gegen Brands Hatch hast, können wir gleich nochmal Brands Hatch fahren. Ja, für mich kein Problem. Weil ich enorm viel Bock auf die Strecke habe. Hey, wow. So, ich bin der Zweite, das ist wieder gut. Haben wir jetzt keine Strafen bekommen? Ach, da bist du ja. Bist du gerade mal? Muss genau in der Box stehen bleiben, schauen wir auf der Sicht. Too far ahead! Jeff, ja. Sei leise!
Nicht schon cool, die Geschichte. Stop. Stop and go cleared. Achso, nee, das ist... Oh, mal daran. Muss ich jetzt selbst eigentlich auf die Zeit gucken, oder? Ach, da, Controls locked, okay. Jo, Don, kannst sagen, dass wir jetzt rausgehen. Hast du Glück? Nee, ich roll nach vorne, Digga. Warum? Motor aus, Gang drin, das Auto rollt nach vorne. Warte mal, jetzt würde mich interessieren, ob ich die Strafe absolviert. Ich brauche einen Pit-Limiter-Button. Das... Es... Joinable Servers minus 87. Geil. Die Lache klingt gar nicht teuflisch oder so. So. Warum kann ich die Cycle Secondary Display. Ah, das ist das. Nein, das ist nicht die Taste. Was? Oh. Das wäre halt geil, wenn da wenigstens steht, für was die Taste genutzt wird oder so. Dann wüsste ich ja wenigstens, was ich wegmachen muss. Jetzt kann ich... Ganz ruhig. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Okay, ich gehe kurz ins Wartebild. Lass uns mal auf den Server joinen, wo Duki auch drauf ist. Heute ist irgendwie der Wurm drin, ja. Liga der unheimlich hübschen und dummen Menschen könnten wir machen. Ich gehe mal rein. Hallo! 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 Die Liga! Hallo! Hallo! Stopp, ich höre euch nicht, Moment. Sprich. Die Liga! Bist du gerade aus dem Klo? Also wir hören dich. Ja, ich höre dich jetzt auch. Moin. Hallo! Klingt das jetzt irgendwo im Bad oder so? Moment. Ich komme gerade mal eben ins Wohnzimmer gelaufen wieder, Moment. Ziehst die Hose noch hoch. Test, test. So, das ist besser, oder? Ich? Oh nein, jetzt hat das wieder... Moment. Da, hallo, test. Ah, oh, hi. Ah, so nämlich. Ah, sehr gut, hallo. Ich habe sonst das Webcam-Mikrofon genommen und das hängt gefühlt wirklich im Badezimmer. Ah, ja, gut. Warum hast du in deinem Badezimmer ein Webcam-Mikrofon? Das hat finanzielle Gründe, die werde ich dir aber jetzt aus Sicherheitsgründen nicht nennen können. Vor allem, das hat finanzielle Gründe. Eins und eins ist vier. Webcams, genau. So, was geht bei euch? Ja, läuft Ramböcke ja. Online, aber sonst geht. Oh, ja, toll. Wurden ein paar Mal abgeschossen. Und ein paar Mal ist das Spieldienst hier abgestürzt. Den ja, bei mir auch. Viermal insgesamt. Oh. Oh. Da kannst du deine Firma L nennen, dann wär's auch viermal. Viermal.
Lustig. Lol. Ja, habt ihr einen Server oder macht ihr auf Public Servern die? Wir machen auf Public Servern. Geil. Nee. Naja, ehrlich, ja. Habt ihr denn schon irgendwie Safety Ratings, wo man sich danach richten könnte? Ja, 5. Null. Ich glaube, 0 immer noch. Ja, gut, ja, dann würde ich sagen, können wir alle mal ein KI-Rennen. Was? Ja, ein paar Server, die unrestricted sind, gibt's. Ja, offizielle auch, ne? Ja, gut, die sind halt immer voll, da kommst du quasi gar nicht drauf. Ja, ja, wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt. Schau gerade mal. Ja, ich schau gerade auch. Ja, ich schau gerade auch. Warum? Warum was? Das liegt daran, dass nur 10 Leute joinen können, weil kein Safety-Rating eingestellt ist. Nee, ich weiß, warum Duki bei mir immer so... weiß ich nicht. Was ich lieb, das neckt dich, Dave. Ich neck dich nicht. Oh. ACC Belgium, Silverstone. Ich vermute mal Fahrzeugklasse GT3. Ach nee, ist schon 19er Requirement. Okay, Entschuldigung. Da fängt's schon an. Nein. Alles gut. Hab vorhin. Ich spiele mit Noobs, ich hatte es vergessen. Was ist mit deinem Server? Ja, da könnte man auch drauf, aber ist halt schon wieder Spar, glaube ich, weil der Christian ist nicht da. Deswegen können wir das auch nicht umwechseln. Duki, ein bisschen lauter, bitte. Okay! Warte, ich dreh dich gleich lauter. Mein Fenster ist übrigens immer noch auf. Glückwunsch. Dein Windows so. Oder dein, was für Fenster? Ja, meine 10 Windows sind auf. Windows. Hallo! Timo, mach ich ein auch mal lauter. Ein Wunderschlaf. Oh, wie bin ich? Laut genug, oder was? Timo, Duki ist laut genug, es war perfekt. Jetzt ist Duki noch lauter als perfekt. Oh, toll. Unperfekt. Immer alles falsch machen, der Dave. Wie ist dein erster Eindruck, Dux? Gut. Macht Bock. Performance ist besser, als ich dachte. Könnte aber auch jetzt an neuer Hardware liegen. Die Rennen, die wir hatten, waren witzig, waren gut, haben alle technisch funktioniert. Bloß der Kontakt zwischen anderen Fahrzeugen. Also ich habe einen irgendwie angestupst und der ist weggeflogen, als hätte ich da irgendwie eine Bombe reingejagt. Und das fühlt sich für mich auch noch schlimmer an als in der Early Access. Aber ansonsten, ja, gut. Ich bin auf Karriere gespannt, sonst habe ich noch nicht viel gemacht. Ansonsten, ja. Sounds sind halt geil. Gut. Also, da komme ich jedes Mal drauf. Zurück. Kommen. Das ist ja Common Sense. Sense, hat er gesagt. Euro-Sense oder Dollar-Sense? Euronics-Sense. So, okay. Ich habe einen gefunden. ACC Belgium Noobfam. Das ist auch wieder Spar. Der Milchpott. Ja, wir können eigentlich auch Zoll da von mir aus fahren. Ja, hier, Prince Hedge, AMK, KW, Was, AMK? Nee. Uncovered. Oder was? Vergesst es, das ist, jetzt habe ich doch danach gesucht. Extra Mann, Dave. Denk doch einmal nach. Mann, Dave? Wir haben doch, Wednesday. Mann, Dingwave. Wie heißt der nochmal? Mandingos? Mandingos, ja. Hier, just... Ah, nee, das ist, Training nur. Wobei wir natürlich auch erstmal einfach nur Practice fahren könnten. Bricht jetzt auch unbedingt keinen Zacken aus der Krone. Die Krone, die Krone, die Krone. Ohne Zacken, weil der Dave die schon rausgebrochen hat. So ein Schwein. Ja, wir können Solda fahren. Mhm. ACC Belgium Noob Fam, das ist genau was für uns. Mhm. Oh ja. Da ist gerade keiner drauf. Können wir drauf gehen und dann haben wir so 8 bis 10 Minuten Qualifikationsphase und danach ein 10-minütiges, recht spontanes, schnelles Rennen. So.
Ne? Ja. Ja, klingt doch ganz gut. Ja, ne? Ja. Dann so. Nehmen wir doch vorher mal das Auto aus, würde ich sagen. Ne? Sollen wir Porsche Cup fahren? Seid ihr den schon gefahren? Nee. Nee, noch nicht. Können wir machen. Ich würde den gerne fahren, glaube ich. Ich würde gerne den anderen Porsche fahren. Ja, dann fahren wir außerhalb einander. Okay, dann nehme ich, auch den Cup. Tut mir leid, Leute, ich bin auch schon seit 17 Uhr am Stream. Da fahren wir außerhalb einander. Sehr geehrte Damen und Herren, das machen Videospiele aus Ihnen. Ein Bericht von RT. Da, der ist es. Ne, das ist Silverstone. Was haben wir jetzt gesagt? Soll da. Was soll das soll denn? Soll da schon mehr drauf sein? Was soll der denn machen? ACC Belgium Fam. Dingensbummes hier, wo war das? Ah! Oh, seid ihr Röllicke oder Vogel? Dann bin ich nicht auf eurem Server, glaube ich. Binder? Was? Schmidt? Kommt ihr drauf? Der Server wird gleich voll. Welcher Server jetzt? ACC Belgium Noob Fam. Ah, okay. Ja, I see. Alles soll da zusammengeschrieben? Nein. Alles mit Lücken. ACC Lücke, Belgium Lücke, Noob Fam mit Nulls statt Us. This Server ist voll, please try again later. Lauter nicht. Was? Wie ging das denn jetzt so schnell? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil Dukes was gesagt hat. Ich hab 10 Sekunden Streamverzögerung, ja. Das ist recht schnell. Ach, du streamst noch? Ja, sicher. Ihr nicht? Nee. Na, doch. Gut. Grüße an Duki Stream. Ich dachte, das wäre klar, weil, egal. Grüße an Dave Stream. Hallo. Hallo. Ja, gut. Das ist jetzt natürlich... ja, dann ist ja klar, warum der Server so schnell vollmacht. Ja, was machen wir denn dann? Da könnten wir uns auch einfach einen leeren Brands Hatch Server nehmen und den füllen. Du willst Brands Hatch fahren? Oh ne? Ja, Brands Hatch ist eine tolle Strecke. Was ist das denn für eine Lackierung hier? Ja, wenn du einen gefunden hast, sag Bescheid. Dann gehen wir runter und gehen da drauf. Würde ich jetzt mal so sagen, oder? Ja, trotzdem mit Cup-Fahrzeugen oder mit GT3 dann? Fände ich schon irgendwie ganz cool. Mit Cup? Ja, wenn es jetzt die Server nicht hergeben, dann ist, denke ich, doch mal auch egal. Ich gucke mal. Wenn ich einen für Cup finde, mache ich. Es gibt keine. Oh Gott, es gibt keinen Brands Hatch Server. Unfassbar. Oh, und der Cup, den kannst du drehen. Ne, warte mal. Moment. Was? Ach ne. Schon gut. Das mit der Kamera geht mit F7 und dann kannst du mit der Pfeiltasten und der Maus die Kamera bewegen. Und mit dem Mausrad scrollend die Kamerageschwindigkeit erhöhen. Und hier so von Belgien direkt nach... nach Alpha Centauri reisen. Ja, Arschgeile Nummer, oder? Also, du brauchst halt überall ein Rating oder die Dinger sind voll. Ist ja genau das Problem, was man befürchtet hat, nur gegenteilig. Erst hat man gedacht, ja gut, niemand wird irgendwie serverless. Genau. Erstmal hat man gedacht, niemand wird Serverrestriktionen machen. Jetzt macht jeder Serverrestriktionen rein und niemand kommt auf den Server. Wow, hier hat ein Server 1440 Minuten Trainingszeit. Kann man nutzen. Das war schon eng, ne? Ja. Gibt's denn hier einen mit Race? Hier, Spa, MPP Racing. Da sind gerade 3 von 10 Leuten drauf. Dann sollten wir uns beeilen. Ja. Kommst du drauf? Ja, bin drauf. Speed Lover. Heißt mein Team.
Lol. So, mein Kurzzeitgedächtnis schlägt wieder ein. Wie heißt der nochmal? MPP, jemand. Speedrunner. Muss wahrscheinlich auch gleich schon wieder voll. Mein Spiel ist ab. Nein, darf doch nicht wahr sein. Ich dachte mir schon, was ist das für ein komischer Beat im Hintergrund? So ein Loop. Aber ich finde es. Der sagt vor allem Dave. Hört's euch an. Du geh mal kurz in meinen Stream und hörst dir an. Das ist. Oh, muss ich dich ja erst entblocken auf YouTube. Moment. Das Spiel verspottet mich. Hä? Muss jetzt ruhig sein. Dave. Was zur Hölle, wie entsteht das? Das ist der hier der Strengsprecher. Ja, dann sagt immer Daily, bla bla bla. Ja. Wow. Ja, dann komm, starten neuen Server suchen. Los, Dave. Los, los, los! Ja, ich muss ja erstmal das Spiel abstarten. Ah, das hat die letzten Male nur mit einem PC-Neustart funktioniert. Oh. Dave. Ich finde gerade aber auch keine Server mehr. So, das ist jetzt das fünfte Mal, dass ich meinen PC kille. Ach, ich höre euch nicht mehr, aber ihr hört mich. Ich höre euch nicht, ihr hört mich. Nein, wir lieben uns sicherlich. Wir umarmen uns und ein Küsschen gebe ich dir. Keiner ist so froh wie wir. Dave. Ah. Naja, Donations. Ja, da gehört. Hallo. Moin. Was habe ich gehört? Nicht. Jetzt gerade erst. Dein Mund ist hässlich. Mein Mund ist mir hässlich. Gut gerettet. Danke. Danke. Sehr schön. Das ist mein. Ja, Leute von heute. So, zurück zum Safety Rating. Ich habe einen Bug in der Early Access gehabt. Ich kam nicht über das Safety hinaus. Egal wie viel ich gefahren bin. Was kommt denn danach noch? Also, beziehungsweise das Safety war das erste. Achso. Das stand halt immer auf Null. Also wir können auch auf einen abgefahrenen Server gehen, da läuft halt Spar. Aber die sind nicht der Letzte, der Nein sagt. Duki, das darfst du aber noch nicht so früh sagen. Die Leute kennen das Passwort noch nicht, außer vielleicht meine Zuschauer. Oh, okay. Das wäre halt bloß eine Option. Ja. Ich habe auch eigentlich einen offiziellen Server von Kunos extra für Duki. Ich weiß nicht, ob der noch läuft. Oh. Aber los. Der gute Kunos-Mitarbeiter hat vergessen, ein Rennen einzustellen. Es läuft also nur Free Practice und Quali. Ja. Und dann geht's wieder weiter im Rennen. Ne, der ist doch schon aus. Minolin! Also ich habe jetzt den GT3 Cup auch ausgewählt. So. Was sollen wir suchen, Dux? Einen Server hätte ich gerne. Ach, sollen wir jetzt einen anderen suchen? Nicht den abgefahren? Können wir auch nehmen. Dann kannst du einfach abgefahren eingeben. Okay. Und dann Passwort ABGF. Sag das doch nicht. Ja. Och, das schaffen wir doch. Nein. Alle Plätze belegt. Was? Quatsch. Laber kein Scheiß. Ich komm drauf. Bullshit. Meine Tastatur geht gerade nicht. Jetzt. Alter. Komm, ja! Hab ich das gewusst? Da sind 30 Plätze frei, okay, aber der wird gerade sehr schnell voll. Der wird gerade sehr schnell voll, damit kennt sich Duki aus. Was dachtest du hier, weil ich voll werde?
Minulin hat noch einen zweiten Server mit Race aufgemacht. Auch denn für extra Duki oder was? Da könnte man eigentlich auch den nehmen. Weil Spaß im Virtual gefahren haben. Wir können auch hier bleiben erstmal. Das ist ja 20 Minuten Rennen. Das läuft aber auch gerade drin. Dave. Jocha! Jetzt sag mir bitte nicht, dass es schon wieder abgestürzt ist. Oh je. Es ist nicht schon wieder abgestürzt. Dave? Ich... Ist es abgestürzt, Dave? Hello, darkness, my old friend. I've come to Dave, to you again. Doch beim Dave spürt's dieses Spiel nur ab. Und das geht uns allen auf den Sack. Mm. Denn so fahren wir leider nicht zusammen. In Spa-Francorchamps, in Belgien. Ich hatte bei mir letztens einen absoluten ACC-Hardcore-Jünger. Mich würde interessieren, was der jetzt dazu sagt. Das ist deine Schuld. Die haben nie versprochen, dass das Spiel keinen Absturz haben wird. Wie hieß er, Stefano? Ah, einer der Entwickler, oder was? Ja, der Entwickler quasi. War es nicht Marco Massaruto? Oder? Das ist Lizenztyp. Und Mitgründer. Wow. Leute, mir wird's... Ja, aber guter Freund, der Porsche, ne? Mir wird's zu viel, Leute. Ich gehe jetzt eine Runde iRacing zocken. Wow. Ja, das Ding ist, ich versuche jetzt zum zweiten Mal hintereinander auf den Server zu kommen. Zum zweiten Mal hintereinander stürzt ab. Das ist, irgendwann ist die Geduld halt auch am Ende. Ja, ist doch scheiße. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Wenn ich meine Lebenszeit verschwenden will, dann rede ich mit Timo. Wow. Duki. Meinst du natürlich. Duki. Nein, aber. Ich mich doch schnell. Ja, Never Play on Patch Day. Das Thema hatten wir heute auch schon. Hm. Ja, ja. Nee, aber unabhängig davon. Ja, mein Zwischenfazit hat man ja zwischenzeitlich immer wieder gehabt. Finde es ganz cool, aber trotzdem hat es ein paar Problemchen leider noch, die ausgemerzt werden müssen. Ein, zwei Inkonsistenten, was so die Pace angeht. What? Anscheinend war ich da gerade doch für eine Sekunde auf dem Server. Komm, ich gebe ihm noch einen Versuch. Ja, ein paar komische Sachen habe ich schon erlebt. Mach mal kurz eine Sprechpause, weil ich gerade ins Spiel gejoint bin. Hört ihr mich? Ja. Okay, cool. Ja, ich bin zum Beispiel vorhin mit dem McLaren gefahren in Silverstone und das Ganze auf Slickreifen und das hat angefangen zu regnen und irgendwann hieß es, ja, perfekt für Wet Conditions und ich konnte einfach mit dem McLaren entspannt easy peasy richtig, richtig schnell fahren und das Auto hat quasi auf dem Boden geklebt. War schon krass. Mit Regen oder mit Slicks dann noch? Mit Slicks. Das Auto hat komplett auf den Boden geklebt. Und ich habe Traktionskontrolle ausgemacht zwischendurch, glaube ich sogar. Oder auf 1 gestellt. War schon krass. So. Auf dem Server wenigstens noch einen Platz frei. Ja! Jaja. Plätze sind noch. Ach ja, seid ihr beim Rennen oder was? Ja, gut, das kann man nicht rennen. Denn. Ja, nice. Ich probiere einen letzten Versuch, mich in dieses Rennen einzuklinken. Komm. Ja! So, starten Sie das Rennen bitte gleich neu. So, Fuel und Strategy. Wie lang geht das Rennen überhaupt allgemein? 20 Minuten? Gut quetschen. Ja. Ui. Boah, Alter, Rouge, ey. 20 Minuten geht das Rennen. Ah, da ist eine Monopoly. Wenn das Rennen 20 Minuten geht, dann fahren wir ungefähr 8 Runden. 40 Liter werden reichen. Ja. So, Duki, wenn du magst, im Walter deines Amtes. Kann ich nicht.
Nee, nee, das müssen wir jetzt warten. Das ist schon, ich kann es versuchen. Aber ich bin mir nicht sicher. Und kurz Schwarzbild für euch, meine kleinen Zuschauerleinen. Oh, das ist aber cute. Aber hören können sie uns noch, oder? Ja, ja. Giraffe, Affe! Wir haben Koffer, wir haben Koffer! Nee, ich kenn's Passwort leider nicht. Muss man die gesamte Boxendurchfahrt hier mit 50 ja. km/h? Mit 48 sogar nur! Hello, Darkness, my old friend! Wenn ihr mögt, können wir uns an einer Stelle treffen auf der Strecke. Ich biege jetzt gleich auf die Formel 1 Stadtziele ein. Ah, nice. Ich fahre gerade aus der Box. Seit einer Dreiviertelstunde. Oh nö, ich hab mein... Och, das ist... Vorsicht, rechts an der Kemmel steht einer. Alter, wie krass, der Porsche hat auch beschleunigt. Ist jetzt hier. Bei mir steht da keiner. 30, 40, 80, 100. Die Reds Fans App? Schon Spiel. Lass mich doch bitte all tabben. Oh, scheiße. Toll. ACC ist intelligenter geworden als AC. In AC konntest du noch im Rückwärtsgang die Strecke rückwärts fahren. Ach, du warst gerade der disqualifiziert wurde. Ich wollte nach hinten mich zu Dave stellen. Schade. Das habe ich auch immer gemacht, wenn ich irgendwie an eine Strecke wollte an einer bestimmten Stelle oder so. Komm schon. Aber jetzt muss es funktionieren. Wo bist du gerade? Krass. Ah, da bin ich auch gerade. Immer noch auf der Camel Straight war ich. Ah, jetzt kann ich wieder bremsen, schön. Ah! Warum habe ich mich auf den GT3 Cup eingelassen? Wegen schön bremsen. Jo, also wenn er mal geht, dann geht er richtig hier. Oh, hat die Musik aber anders, du. Ich wollte ja ab und zu mal hoch. Sorry, Spark. Ich will ab und zu mal hochbeschleunigen, damit ich hier nicht gekickt werde. Da kommt Dave! Na toll, jetzt habe ich geschaden hier. Mein Auto ist auch noch kaputt.
guter Gag, den du von Ray geklaut hast. Stimmt. Guckst du einfach unseren Stream? Ich bin entzückt. Ja. Schöner Leck und schöner Drift. Komm ran da, Esmeralda. Ist wieder da? Kann ich Warnblinker ausmachen? Ja. Ja, moin, ey. Windschatten-OP. Selbsttest. Alter. Oh Gott. Immer zweimal mehr wie du. Ja, Mann. Passieren sie. Wenn der Multiplayer Connecting anzeigt, kannst du mal versuchen, ACC neu zu starten oder auch Steam neu zu starten. Das hat jetzt bei uns ein paar Mal geklappt. Ist halt immer ein bisschen schwer zu sagen, woran es wirklich liegt. Aber ja, das Ganze zeigt jetzt noch gerade am Launch Day heute mit der hohen Nachfrage nochmal Probleme geben. Alter Duki, hey, du siehst ja hier überall die Reifenspuren durch. Geht überraschend gut mit dem Cup. Jetzt hast du keine Chance. Ich hab meinen Scheibenwischer angemacht. Scheibenwischer an. Oh mein Gott! Alter. Wir haben uns beide gedreht! Lava! Ja! Oh, ich hab aber noch PC aus, ich Idiot! LOL! Was hast du aus? Traktionskontrolle. Hat der Cup eine? Nee. Nee, hat er gar nicht, stimmt. Stimmt! Ja, deswegen kannst du auch hier so schöne Kreise ziehen. Ja, ich dachte, das wäre alles noch innerhalb so einer Traktionskontrolle einstellen, die vielleicht ein bisschen lose ist. Oh nein! Wow. Maus auch! Hallo! Die Porsche Cups, Alter. Dankeschön! Kommen Sie! Ich komme. Gott, ey, ich büße aber bitte so Safety Rating ein, Alter. Bei 72, jetzt sogar bei 67. Das heißt, gerade krieg ich auch eine Kollisionsstrafe. Der Trick ist, kein Safety Rating zu haben bis jetzt. Ah! Wer keins hat, kann auch keins verlieren, ne? Oh, voll gegen das Mikro gekommen, sorry. Mir ist noch nebenbei. Schwein. Aber Respekt. Moin Sven, ich fahre zurzeit auf einem 33-Zöller. Aber auch nicht mit richtigem Field of View. Dafür steht auch zu weit weg. Immer die gesamte Streckenbreite nutzen. Oh! Das ist die Kurve in der Karre. Oh.
Ja, moin. Alter! Zu spät. Scheiße. Ja, same. Das Duell. Dreht sich. Ah, Scheiße. Oh, sorry, Alter! Das ist schön, du fürs Rating, Alter. Das muss ich mir eigentlich verknallen. Sorry, Giesel! Der Marco? Ja, hoffentlich haben wir keinen jetzt gestört hier drin. Das glaubst du wohl selbst nicht, dass wir keinen gestört haben. Wie lange bist du denn noch am Start? Weil das will jetzt nochmal 20 Minuten Training, 20 Minuten Quali und 20 Minuten Rennen gehen. Nee, ich bin raus. Ich habe jetzt die 4-Stunden-Marke überschritten. Aber ja, die letzte etwa halbe Stunde hat mich so ein bisschen gebrochen für das Spiel. Aber ich werde es mehr spielen, aber jetzt für den Moment noch nicht. Puh. Ja, wenn ihr noch Bock habt, kommt hier ran. Abgefahren Community-Server, ich fahre das Rennen auf jeden Fall noch. Stream läuft auch noch. Ist bei Dave in der Videobeschreibung verlinkt, gar kein Problem. Soll ich noch gucken? Ja, also ich bin an der Stelle raus. Wenn ihr noch Bock habt, checkt den Dookie aus. Also einfach... Einfach krasser Mensch ohne Skill suchen. nee, einfach abgefahren. Ihr könnt dann fragen, der kennt sich nämlich aus mit guten YouTubern und der empfiehlt euch dann meine Seite. Genau. Ja, nee, einfach zu abgefahren bzw. Dookie gehen und ja, da viel Spaß haben. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank. 378 Däumchen. Ansonsten vielen, vielen Dank auch. Philipp Patrick, Jojo 585, Carsten, Smiley 78, Swizzy 1984 und Dominik für Donations bzw. für Subs. Dominik! Ansonsten vielen Dank an die Mods. Habt noch alle einen schönen Abend und wir ja, gucken ein andermal auf jeden Fall auch nochmal in Assetto Corsa rein, aber heute nicht mehr. Ciao! Tschö! Tschö, tschö! So, ja, das war nur Daves Abschied. Wir fahren natürlich hier noch so ein bisschen. Da läuft gerade das Training.